أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين وعلى جميع عباد الله الموحدين أما بعد Wie ihr wisst, haben wir vor ungefähr zwei, drei Unterrichten mit dem Vers 102 der Sure Baqara begonnen und da haben wir über das Kalifat bzw. über die Herrschaft vom Propheten Salomo berichtet und haben in diesem Unterricht auch erläutert und untermauert, dass es bei der Herrschaft vom Propheten Salomo mehr um die metaphysische Kraft als um die physische Kraft geht, denn Suleiman a.s. hat ein Gebet gemacht, als er noch ein Junge war, als er noch klein war. Er hat gesagt, gebe mir eine Herrschaft, oh mein Herr, dass nach mir keiner bekommen wird. Ja? Und anhand dieser Aussage und anhand einiger Fotos, die uns bis heute erreicht haben, habe ich gesagt, es geht hier nicht um die physische Macht, die Suleiman a.s. bekommen hat, die hat er ja gehabt, aber es ging hauptsächlich um die metaphysische Macht und habe auch diesbezüglich über die Dämonen berichtet, die in seiner Herrschaft eine sehr, sehr große Rolle spielten und auch über die Symbolik. Im letzten Unterricht ging es über die Ringe, über das Thema die Ringe oder der Ring von Suleiman a.s. Und ich habe auch gesagt, dass es heute vor allem in unserer Welt, wie auch damals, sehr, sehr stark um Symbolik geht. Das heißt, wir müssen versuchen und erlernen, die Symbolik gut lesen zu können. Aber als Resümee, als Endergebnis der Geschichte, vor allem von Suleiman a.s., habe ich gesagt, aus dieser Macht von Suleiman a.s. entstanden zwei Kräfte. Eine negative und eine positive Macht. Das heißt, eine schwarze Magie und eine weiße Magie. Warum das so gewesen war, habe ich in den letzten Unterrichten berichtet. Und ich habe gesagt, dass diese zwei Strömungen, das heißt die positive, die einzig und allein auf den Propheten Suleiman a.s. zurückzuführen sind, bis heute weitergehen und dass die negative Macht, die nicht auf Suleiman, sondern auf die Satane, das heißt um die Dämonen, die zur Zeit von Suleiman a.s. geherrscht haben, auf ihnen zurückgeht. Das geht bis heute. Und ich werde inshallah in dem heutigen Unterricht über diese negative bzw. über eins dieser Kräfte berichten. Und zwar geht es inshallah heute, in dem Kontext natürlich des 102. Verses des edlen Korans, über die Freimaurer bzw. über die Illuminaten. Das ist ein sehr interessantes Thema. Es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es ist wie bei jedem Thema, die wir bis jetzt, denke ich, hier bearbeitet haben, dass bei bestimmten Themen übertrieben und bei bestimmten Themen untertrieben wird. Und daher möchte ich diesmal einen Unterricht kompakt machen über das Thema die Freimaurer bzw. über die Illuminaten, wobei ich natürlich über die Freimaurer heute ein bisschen detaillierter versuchen werde zu berichten. Und ich werde in diesem Unterricht gleich am Anfang schon einige Videos hier einblenden, damit ihr sie vor allem hier nachvollziehen könnt. Und ich werde auch letztendlich viele, viele Bilder hier einblenden lassen. Also derjenige oder diejenigen, die sich diesen Unterricht hier anschauen, werden, ich denke, die wichtigsten Informationen zum Thema Freimaurerei oder auch Illuminaten hier erfahren. Inshallah ta'ala. Und zwar, das Thema Freimaurer sagt man im Türkischen und auch im Französischen Mason, weil Mason heißt Maurer, yani Duar inşaatçısı, Duar işçisi. Also alles, was mit der Mauer, mit dem Mauerbau, wir werden sehen, dass das dann auf den Tempel von Suleiman a.s. zurückgeht. Also die Freimaurer haben etwas mit dem Tempelbau von Suleiman a.s. zu tun. Und deswegen nennen sie sich auch Mason. Also Mason ist dann quasi das Französische. Und da möchte ich auch gleich in das Eingemachte reingehen, um erstmal zu zeigen, was für eine Auswirkungskraft haben sie denn heute, vor allem in den Jahren, in denen wir hier leben. Da möchte ich hier schon das erste Video jetzt hier gleich einblenden. Das ist ein sehr interessantes Video. Und zwar geht es hier um
den heutigen Bundeskanzler, damals nicht, Olaf Scholz, den er, also diesen Vortrag hat Olaf Scholz am 8. Mai 2017 in Hamburg gemacht zum 300. Jahr der Freimaurerei. Das blenden wir jetzt inshallah mal ein. Das Jahr 1717 bewegte sich hin und her zwischen Altem und Neuem. Kant und der spätere Hamburger Freimaurer Lessing waren noch nicht geboren, aber in den europäischen Geisteszentren, allen voran Paris und London, kündigte sich das Zeitalter der Aufklärung längst an. Im Vereinigten Königreich war der Kampf gegen den Absolutismus bereits ausgefochten und eine parlamentarische Monarchie installiert. In Frankreich geriet das Ancien-Regime zunehmend in Erklärungsnot. Die Zeit war reif für Veränderungen. In dieser Phase des Übergangs fiel die Gründung der Londoner Großloge am 24. Juni 1717. Sie war ein Signal des Aufbruchs und der bürgerlichen Emanzipation. Hamburg, das schon damals auf eine lange Tradition der Weltoffenheit und Toleranz zurückblicken konnte, war besonders empfänglich für die Ideale der Aufklärung und wie prädestiniert für die Freimaurerei, die diese Ideale aufgriff. Und so überrascht es nicht, dass die erste deutsche Loge 1737 in Hamburg entstand. Sie trug zunächst den Namen, französischen Namen Loge d'Hambourg und wurde später in Absalon zu den drei Nesseln umbenannt. Meine Damen und Herren, 300 Jahre Freimaurerei, das ist ein stolzer Geburtstag. Er verweist auf 300 Jahre des Ringens um Vernunft, Freiheit, Toleranz und Humanität in Europa und erinnert daran, dass die Errungenschaften unserer liberalen, demokratischen und offenen Gesellschaft immer wieder verteidigt werden müssen. Es passt gut, dass das Jubiläum der Freimaurer in die Europawoche des Hamburger Senats fällt. Europa ist der Kontinent der Aufklärung. In dem europäischen Friedens- und Demokratieprojekt haben die Werte der Aufklärung ihre politische Entsprechung gefunden. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz, diese Werte halten Europa auch heute in seinem Innersten zusammen. Toleranz und Brüderlichkeit vorzuleben und in die Öffentlichkeit zu tragen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe der Freimaurer. Also das war das Video, was der Herr Scholz vor 6 Jahren in Hamburg gemacht hat. Ich denke, das brauche ich einfach nicht zu kommentieren. Das ist halt so, wie es halt ist. Warum zeige ich diese Videos? Nicht um jemanden schlecht oder jemanden gut zu reden, damit ihr seht, wie weit ist die Freimaurerei überhaupt noch wirkend, vor allem in der Politik. Dann gibt es natürlich neben den Freimaurern auch andere Gemeinden, die irgendwo, vor allem in der Esoterik der Freimaurerei, tief miteinander verbunden sind. Also Freimaurer ist natürlich dieses Hauptbegriff, aber es gibt neben den Freimaurern noch andere Geheimorden, wie zum Beispiel die Tempelritter. Unterschätzt diese Aussagen nicht. Die Tempelritter, ich komme nachher nochmal dazu, die Sabbataisten, ja, die Rothschilds, die Rockefellers, die Illuminatenorden, die Thule-Gesellschaft mit Rudolf von Sobettendorf, hört sich jetzt vielleicht für viele sehr uninteressant an. Die Sabbataisten werde ich gleich ein Video einblenden, aber viele haben vielleicht von euch die Thule-Gesellschaft nicht mitbekommen. Die Thule-Gesellschaft ist eine Gesellschaft, ein Geheimorden, der den nordischen Göttern zugeschrieben wird. Könnt ihr euch aufschreiben, Thule-Gesellschaft mit TH, um das selbst mal vielleicht nachzuforschen. Der Gründer von denen ist Rudolf von Sobettendorf und ein sehr interessanter Geheimbund. Warum? Aus ihm entstand die NSDAP, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, dem auch letztendlich später Adolf Hitler zugehörte. Und wisst ihr, wo Rudolf von Sobettendorf gestorben ist und wo er diesen Geheimbund gegründet hat? In Istanbul. In Istanbul. Ja, es ist sehr interessant, da möchte ich jetzt weiter nicht in das Thema hineingehen, könnt ihr euch aber selbst informieren. Und neben diesen Geheimbünden wie die Tempelritter und Sabbataisten
und so weiter und so fort, gibt es aber auch die Bilderberg-Konferenzen. Das Bild, was ich hier gerade hier einblende, das ist das Hotel de Bilderberg in Oosterbeek, das heißt in den Niederlanden. Ja, also das ist in der Nähe von Arnhem. Ja, und dort treffen sich jährlich fast sehr intellektuelle und sehr führende Personen der Wirtschaft und entscheiden über die Weltwirtschaft. Jetzt werdet ihr sagen, Bruder Furkan, ist das ein bisschen eine Verschwörung, Komplo? Das gleiche sehen wir in Davos. Jedes Jahr treffen sich bestimmte Führer der Welt in Davos. Das ist eine Stadt, oh, Entschuldigung, das war jetzt gerade ein Witz, ein kleines Dorf in den Gebirgen der Schweiz, was eigentlich die anderen 50 Wochen im Jahr komplett nur für Skiurlaub oder für normale Kurorte sind. Wir waren damals mit Azad auch da gewesen. Das war 2015 gewesen, Ende 15 gewesen. Haben uns das mal angeguckt dort. Und also ihr merkt nichts davon. Und dort trifft man sich in Davos, wo Recep Tayyip Erdogan dieses One Minute gemacht hat. Das ist Davos. Das ist ein Dorf, das ist kleiner wie Sondra. Ja? Und da trifft das auch ein, das kann man auch quasi so ein bisschen so als Geheimdings machen, weil da erscheint man auch über die kommende Welt, beziehungsweise was passiert in einem Jahr in der Welt insgesamt oder, naja, das ist auf jeden Fall ein Thema für sich. Und zu diesen ähnlichen Geheimbünden, was real aber gesehen wirklich ein Geheimbund ist, gehören die Bilderberg-Konferenzen. Und interessant ist, da gibt es natürlich vieles zu berichten, ich werde aber heute nur über die Freimaurer hauptsächlich berichten, nur weil es ein Geheimbund ist, sage ich das. Gibt es einen Vorfall von der Ursula von der Leyen, die kennt ihr alle, die ist heute in der Europäischen Parlament da vertreten. Und interessant ist, die Ursula von der Leyen, die ja wirklich eine Kriegstreiberin ist, eine regelrechte Kriegstreiberin, Waffenexporte en masse, ja, unterstützt alles, was mit Krieg zu tun hat, im Namen natürlich der eigenen Verteidigung und der eigenen Werte. Und damals gab es 2015, 2016, 17 eine Wahl im Europäischen Parlament und da hat eine Person, ich habe den Namen jetzt vergessen, mit einer sehr hohen Quote gewonnen. Nachdem er gewonnen hat, kamen die plötzlich, haben gesagt, nee, nee, das wollen wir nicht. Hier seht ihr, was Demokratie ist. Wenn Demokratie wäre, dann müsste diese Person gewinnen, weil sie hat gewonnen, ja, dieser Mann. Aber plötzlich, und das war überall im Fernsehen, in Radios damals gewesen, vor einigen Jahren, haben die gesagt, nö, den wollen wir einfach nicht, den setzen wir jetzt einfach ab, bevor er überhaupt abgestellt worden ist, wir setzen die Ursula von der Leyen rein. Und da gibt es eine Aufnahme, da wird hier in einer Pressekonferenz gefragt, wie kommt es dazu, dass Ursula von der Leyen, nachdem sie sich bei den Bilderbergen-Konferenzen beteiligt hat, das war auch publik gewesen in der Presse, wie kann es sein, dass plötzlich nach dieser Geheimkonferenz diese Frau dann, ja, ins Europäische Parlament nicht reingewählt, sondern reindoktriniert wird. Und da guck mal diese ganz kurze Aufnahme hier. Eine Frage an Herrn Gerhardt zur sogenannten Bilderberg-Konferenz. Die Ministerin Ursula von der Leyen nimmt ja daran teil. Warum? Was sind da Ihre Erwartungen? Also die Teilnahme an der Bilderberg-Konferenz möchte ich hier nicht kommentieren. Dazu gibt aus Sicht militärischer Sprecher des Verteidigungsministeriums nichts zu sagen. Dennoch nochmal ein Nachfrageversuch. Sie möchten das nicht kommentieren, weil diese Konferenz, alles zu dieser Konferenz geheim gehalten werden soll, nehme ich jetzt mal an. Genau das kritisieren ja einige, kritisieren die Konferenz als intransparent, als undemokratisch. Wie rechtfertigt gegenüber Kritikern die Ministerin ihre Teilnahme? Der Versuch ist gut, Frau Trams, gebe ich zu. Aber ich habe schon gesagt, ich kommentiere die Teilnahme an dieser Konferenz nicht. Herr Jung, war sie denn da als Privatperson oder als Ministerin? Herr Jung, auch das kommentiere ich nicht. Aber ich meine, das spürt, ist ja wieder Wasser auf die Mühlen aller Verschwörungstheoretiker, wenn Sie jetzt dazu nichts sagen wollen, oder? Das mag Ihre Wertung sein, aber ich kommentiere das nicht. Ist egal. Dass das egal ist, haben Sie gesagt, das ist eine Wertung. Fragen zur Bilderberg-Konferenz. Sehe ich nicht. Also, das war auf jeden Fall das kurze Statement, was eigentlich kein Statement war, zu dieser ganzen Aktion. Aber das ist eine Bilderberg-Geschichte, das ist aber auch ein Geheimbund. Hatte direkt mit Freimaurerei nichts zu tun, aber im Fundament sind sie natürlich esoterisch miteinander verbunden.
Ich blende noch einige Videos hier ein, damit ihr erstmal auf den Trichter kommt, auf was ich überhaupt hier hinaus will. Habe ich eben gerade über einen Geheimbund berichtet, über die Sabbataisten. Sabbataisten ist eine fanatische Gruppe, die aus dem Balkan entstammt, von Sabbatai Zvi. Das ist so eine jüdische Sekte gewesen mit Sabbatai Zvi. Da könnt ihr auch euch drüber informieren. Und aus diesem Sabbatai Zvi, ja, aus dieser Sekte, die so damals vor 200, 300 Jahren sich als Messias ausgerufen hat, ist der Geheimbund der Sabbataisten entstanden. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Im Jahre 2012 kommt auf den türkischen Kanal Sine 5, also Sine 5, ist ein ganz offizieller türkischer Kanal, auch sehr, hat mit Religion eigentlich überhaupt gar nichts zu tun, Sine 5. Und da kommt ein Sabbataist, er ist selbst Sabbataist, ja, und er berichtet hier, wer hat denn die Türkei gegründet? Das zeigen wir jetzt hier, inshallah, es ist türkisch, wir zeigen das mit deutscher Übersetzung. Genç Türkler kimler? Şimdi Sabbataycılar iki kısma ayrıldılar. Sabbatay Sevi'nin isteği üzerine bir kısım Şam'a gitti, yerleşti. Bir kısım Selanik'te kaldı. Bu Selanik'tekiler, harp okulunu bitirenler, Selanik'te başlattıkları genç Türkler harekatını devam ettirdiler. İçlerinde de Atatürk de vardı, Mustafa Kemal de vardı. Nitekim Mustafa Kemal'in en büyük düşmanı Enver'di. Çünkü Enver Sabbataist'iydi. Şimdi bu yazılmayan tarihtir. Bu konuşulmayan tarihtir. Bunu size öğretmezler. Türkiye'yi Sabbataist'ler kurdu. 20. asırda dünyada 3 Yahudi memleketi kuruldu. Rusya, Türkiye ve İsrail. Türkiye'yi Sabbataist'ler kurdu. Atatürk'le beraber. Atatürk Avrupalıydı. Türkiye'yi Avrupalıştırmak istedi. Onun için bugünkü vaziyete geldik. Also ihr seht, hier sagt er, dass die türkische Republik von Sabbataisten gegründet worden ist und dass Atatürk selbst ein Sabbataist gewesen war und Enver Pasha, den wir niemals befürworten würden, aber er war der Einzige in İttihat ve Terakki gewesen, komme ich nachher dazu, inshallah, der kein Freimaurer gewesen war, der kein Sabbataist gewesen war. Ja? Enver Pasha. Und ihr hört, ihr habt ja auch gehört, dass er gesagt hat, dass die Sabbataisten Israel gegründet haben. Das ist seine Aussage. Die Türkei gegründet haben und auch Russland gegründet haben. Jetzt möchte ich unseren Rabbi mal hier einblenden. Schaut mal, was unser Rabbi hier sagt über das Thema Russland. Er kommt aus Russland. Er soll mir ein bisschen Kinderbildung schenken, die noch fehlt. Über Kommunismus, über Judentum. Er selbst kommt aus der Sowjetunion, bis er kann schalten, er ist jetzt in Israel, bis er wird schalten in unseren Zoom. Ich werde euch erzählen ungefähr das, was er hat erzählt. Und er hat das erzählt viel spannender und ehrlicher und authentischer als ich. Und so hat er gesagt, Schleumi, die ersten Leute, die Idee von Kommunismus gemacht, waren Juden, auch in Deutschland, Luxemburg, Rosa, Pellmann, auch in Russland waren Juden, und er hat mir ein paar Namen gesagt. Er sagt, die alle Leute oder viele Leute, die haben die Idee von Kommunismus, von dieser Idee gemacht, haben gewusst sehr viel Torah. Sie haben in ihrer Kindheit gelernt in Cheder und sie haben gesehen, was sagt der Prophet Jeschaiau, was sagen die Propheten, was wird sein, wenn Moschiach wird kommen. Wenn Moschiach wird kommen, werden die ganze Sense und Schwert werden zum Schneiden die Gerste. Und die ganze Schwert werden zu Sense, es wird nicht sein Arme. Lo yechdal evyon bekere v'oretz. Es wird leben, also hat mir zitiert sehr viele Psukim von den Navi, auch das ist wert eine Shiur. Und alle werden sein dieselbe. Genau, bevor ich werde das jetzt nicht kommentieren,
da ist genug eigentlich schon drin enthalten. Komme ich zu unserem letzten Video, inshallah, für diesen Unterricht. Dann komme ich hauptsächlich mit Bildern, inshallah, hier voran. Und zwar geht es dann letztendlich um Mustafa Kemal Pascha. Ihr wisst, Mustafa Kemal Pascha war selbst ein Freimaurer gewesen. Ihr seht hier ein Bild eingeblendet. Das ist selbst in einer sehr wichtigen Dings aufgenommen, wo Freimaurerbilder sind. Das ist das erste Bild hier. Und ihr seht hier auch einen Zeitungsartikel, wo geschrieben steht, damals in Bugün-Gazetesi, wo geschrieben steht, Evet Atatürk bir Masondu. Ja, ja, genau, Atatürk war ein Freimaurer gewesen. Und das sagt Falih Rıfkı Atay, indem er auf den Tisch legt und sagt, ist ein sehr wichtiger Freund damals von Mustafa Kemal gewesen. Er sagt, na, natürlich war Mustafa Kemal ein Freimaurer gewesen. Und es gibt hier auch ein Buch, ja, da werdet ihr, das heißt, das sind die Freimaurer Logen. Und da stehen die berühmtesten Namen der Freimaurer drin geschrieben. Und auf der Seite 139, das ist der alte Druck von der Freimaurerei, seht ihr hier klar, Atatürk, Mustafa Kemal Pascha, Vater der modernen Türkei, bis zu seinem Tode 1938 Mitglied der Freimaurer Loge und nennt seinen Namen hier auf der Seite 139. Das ist ein ganz offizielles, ganz normales Buch. Und ich möchte hier, das ist das vorletzte Video, inshallah, einen sehr wichtigen Redner, auch einen Rechtsanwalt hier einblenden aus Österreich. Er heißt Ewald Stadler, also er ist Rechtsanwalt und auch Abgeordneter in Österreich. Und dieser hat einen langen Vortrag über das Thema Freimaurerei damals im Jahr 2007 in Österreich gemacht. Und dort sagt er in seinem Video, das ist jetzt ganz kurz hier, sagt er Folgendes. Die Jungtürkenbewegung in der Türkei, die dann letztlich zum Sturz des osmanischen Systems geführt hat, eindeutig ein Wirkungsergebnis der Freimaurerei. Dazu müssen Sie wissen, dass neben London, neben Paris, eine der wichtigsten Städte des Weltfreimaurertums, Istanbul ist. In Istanbul ist sozusagen für den gesamten Vorderen Orient und für den gesamten arabischen Raum das Zentrum der Freimaurerei eingerichtet. Kemal Atatürk, vormals Kemal Pascha, war selber Freimaurer, hat übrigens auch noch eine interessante Herkunft von seiner Mutter, das will ich Ihnen bei der Gelegenheit einmal einflechten, das hat jetzt nicht direkt etwas mit der Freimaurerei zu tun, aber mit der sogenannten jungtürkischen Bewegung, die sehr stark auch von, nicht nur von Freimaurern dominiert war, sondern auch von Dönme-Familien. Dönme-Familien sind also Familien, die unter den Sultanen gezwungen wurden, ihren jüdischen Glauben abzulegen, aber in Wahrheit hat man ihnen gestattet, in ihren sogenannten Moscheen, die nach außen als Moscheen erkennbar waren, aber im Inneren weiterhin den hebräischen und mosaischen Kult weiterpflegen zu dürfen. Das ist also das, was man an Maranen in Spanien seinerzeit hatte. Aber das wurde hier offiziell vom Osmanischen Reich und vom Sultan, der ja in der Nachfolge des Kalifen stand, toleriert. Und diese Dönme-Familien, die insbesondere im Raum Thessaloniki, das heißt also auf dem Balkan, sehr, sehr stark vertreten waren, haben einen unglaublichen Einfluss über die Freimaurerei dann auch und nach der Revolution der Jungtürken zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf die türkische Politik genommen. Und der ganze türkische Laizismus ist in Wahrheit auf diesen Freimaurer-Einfluss zurückzuführen. Also das war die Aussage von ihm gewesen, eine sehr authentische Aussage, finde ich. Und ein Fehler hat er bloß, diese Dönme-Geschichten ist nicht, also es wurde keiner im Osmanischen Reich gezwungen, geschweige denn Juden oder Christen, ihre Religion abzulegen. Also Dönme ist schon richtig, also Dönern, das sind Leute, die von ihrem Weg abgekommen sind. Aber man sagt eigentlich dazu, sie haben sich eher, sie haben den jüdischen Glauben gefolgt, aber sie haben sich als Muslime gezeigt. Das waren Leute gewesen. Mit dem Zwang des Sultans wurde keiner, sowas gibt es in der islamischen Geschichte nicht. Das letzte Video ist auch ein sehr interessantes Video, das ist jetzt inshallah das letzte, weil, schaut mal, hier in diesem Video kommt zum ersten Mal in das türkische Fernsehen am 19. Oktober 2010, also vor 13 Jahren, in die Sendung Teke Tek mit Fatih Altay, kommt ein Freimaurer 33. Grades. Er heißt, wo war sein Name hier gewesen? Remzi Sanver. Remzi Sanver
ein Freimaurer 33. Grades, und er redet dort über Freimaurerei. Und interessant ist, weil einige in der Türkei sagen, Mustafa Kemal Pascha hat die Freimaurerei in der Türkei verboten, deswegen wurden die Freimaurerlogen zu seiner Zeit geschlossen. Achtung, stimmt das? Ja, aber es ist eine Halbwahrheit. Die Freimaurerlogen wurden zur Zeit von Mustafa Kemal, nachdem er die Republik ausgerufen hat, geschlossen. Das heißt aber nicht, dass Mustafa Kemal sie verboten hat. Jetzt kommt die Aussage von Remzi Sanver, 33. Grades der Freimaurerei, das ist der höchste Grad, und er erklärt im türkischen Fernsehen, warum die Logen geschlossen worden sind. Jetzt kommt das Video, inshallah. Efendim aslında konu Atatürk'ün masonluğu yasaklamış olması konusu değildir. Şimdi o dönemin Türkiye'sinin şartlarına baktığımız zaman 1935'te İkinci Dünya Savaşı'nın öncesindeyiz. Dünyada artan bir faşizm var. Aynı şekilde Türkiye'deki yönetimin de gittikçe daha fazla merkezileştiğini ve örgütlü yapılarında Türkiye'de varlık şansını gittikçe daha az bulduğunu görüyoruz. Ve o süreç içerisinde Türk Ocakları da dahil olmak üzere Türkiye'deki bütün örgütlü yapılar kendilerini ya kapatıyorlar ya kapatılıyorlar. Bu süreçten masonluk da nasibini alıyor. O dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya masondur, kardeşimizdir. Ve bize yani artık bu faaliyetleri Türkiye'de sürdürmenin mümkün olmadığının haberini veriyor. Masonluk Türkiye'de kapatılmıyor fakat bu gelen bilgi üzerine kendi kendisini kapatıyor. Hatta o zamanın yöneticileri bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki bizim umdelerimiz ifadesini Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulduğundan biz kendimizi kapatıyoruz. Zaten biz kendimizi kapattığımız için de 2. Dünya Savaşı bittikten sonra yeniden çalışmaya başladığımızda mallarımızı geri almamız mümkün oluyor. Ama bunu Atatürk'ün bir masonluğa karşıtlığı olarak görmek mümkün değildir. Aslında mesela 1930'da dünyadaki muhtelif masonların bir toplantısı İstanbul'da yapıldığında bu toplantı Atatürk'e saygılarını sunuyor. Atatürk başarı dileklerini gönderiyor. Yani Atatürk'ün bir mason karşıtlığının olmuş olması halinde zaten bu süreç 1935'e kadar da sürmezdi. Kaldı ki şunu da söylemek mümkündür. Hani masonluk politik bir yapı değildir ama o dönemin masonlarına baktığımız zaman bunların neredeyse tümünün Atatürk'le birlikte gelen Türkiye'deki dönüşümü ve Cumhuriyet değerlerini destekleyen insanlar olduğunu görüyoruz. Also, was soll er noch sagen? Er hat gesagt, dass wir die Freimaurerei in der Türkei selbst geschlossen haben, die Logen, weil unsere Ziele in der türkischen CHP sich verwirklicht haben. Das heißt, in der Kemalistischen Republik haben sich unsere Ziele verwirklicht und da der Atatürk ja sowieso unsere Ziele verwirklicht hat, haben wir uns selber geschlossen. Das sagt der Freimaurer 33 Grades ganz normal offiziell im türkischen Fernsehen. Bevor ich zum eigentlichen Ablauf komme, und ich werde heute natürlich über das Osmanische Reich auch berichten, ich werde über Sultan Abdulaziz, über Sultan Murad dem V., über Sultan Abdulhamid Han berichten, kommen und über die Geschichte vor allem der Freimaurerei, möchte ich euch mal ein paar Utensilien hier zeigen. Ihr kennt, bei den Freimaurern spielt dieser Zirkel immer eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, warum haben die diesen Zirkel? Das ist ein Hauptzeichen der Freimaurer. Hier gibt es auch noch so eine Rosette, die kann man sich so quasi dran machen. Das ist der Grund, weil sie sagen, wir werden die Welt neu designen. Wir werden diese Welt neu designen und werden die Brüderliebe, das neue Schöpferische, die Brüderliebe quasi so designen. Deswegen halt die Maurerei. Ein Maurer arbeitet auch mit Zirkel und mit diesen geometrischen Sachen. Deswegen haben die das auch. Dann gibt es zum Beispiel hier den Hut. Ja, das ist auch ein Zeichen der Freimaurer. Nicht ein allgemeines Zeichen, aber es wird von ihnen auf jeden Fall auch benutzt. Dann gibt es zum Beispiel hier Handschuhe. Die ziehen sich halt, das sind auch Original. Also wenn ihr euch jetzt fragt, Bruder Furkan, wo hast du die Original-Freimaurer-Handschuhe her? Ganz klare Antwort. Aus einer Ausstellung aus Gotha, die wir letztens besucht haben, da konnte man sich das kaufen und wir haben natürlich uns auch die Sachen vor Ort angeguckt. Das macht im Auftrag des Islam auch aus. Wir informieren uns von Büchern, von Quellen, aber wir gehen letztendlich auch vor Ort und informieren uns auch. Diese Ausstellung hat übrigens vom April 2023 bis Oktober 2023 in Gotha
in einem heutigen Museum, damals war es die Freimaurerloge gewesen, hat sie dort stattgefunden. Das heißt, diese beiden Symbole, ich komme gleich nochmal dazu, Hut und Dings. Dann gibt es zum Beispiel hier das tragen sie, die Freimaurer, so als Gürtel. Das gibt so einen Gürtel, da gibt es normalerweise auch ein M hier drauf. Hier seht ihr wieder dieses Zeichen, das heißt, das Freimaurerzeichen, das ist G in der Mitte. G kann Geometrie heißen, kann aber auch Gott heißen. Und in dieser, wenn man sich fragt, was ist denn in dieser Tüte hier drin, dann kommt hier so ein Gummigerät hier raus. Das ist hier drauf. Also, ich möchte das jetzt nicht weiter kommentieren, aber ich habe im letzten Unterricht auch gesagt, das ist quasi das Hexagramm, der Davidstern. Und da seht ihr nochmal da drin den Zirkel, beziehungsweise mit dem Zeichen, mit dem G. Und dann gibt es ein Zeichen, zum Beispiel den Totenkopf. Da steht bei Freimaurern nicht direkt als Zeichen für den Tod. Er soll vielmehr daran erinnern, dass die knappe Zeit auf der Erde sinnvoll genutzt werden muss. Ja? Ich komme gleich dazu. Dann kennt ihr dieses Einauge. Ja? Das ist das Auge der Vorsehung, wird ebenfalls nicht nur von den Freimaurern verwendet. Bekannt ist es vor allem von dem Dollarschein, komme ich nachher dazu, auf dem er aufgebracht ist. Der ist aber auch eher auf die Freimaurer zurückzuführen, weil die Freimaurer haben ihn auf den Dollarschein gemacht. Einige sagen, das sind die Illuminaten gewesen. Also die Illuminaten haben ihn auf dem Schein gemacht. Die Freimaurer sagen, nein, das waren wir nicht. Die Illuminaten sagen, nein, wir sind das nicht. Ich sage persönlich gesehen, das waren beide gewesen. Das war nach der Auflösung der Illuminaten in Deutschland, war das höchstwahrscheinlich ein Sprung der Illuminaten in die Vereinigten Staaten von Amerika gewesen. Aber da seht ihr immer dieses eine Auge, dieses beobachtende Auge, was höchstwahrscheinlich vorher schon vielleicht aus dem Sihir-Bereich aus Babylon kommt und dann nach Ägypten kam. Und in Ägypten sehen wir nämlich dieses auch. Und dann später kommt es dann mit den Kindern Israels in diese Schiene rein. Das heißt, dieses ein Auge komme ich zum Schluss nochmal dazu. Und dann gibt es hier diese beiden Symbole, also ein Stein und ein Hammer. Und der raue Stein, ja, das müsst ihr euch so vorstellen. Guck mal, deswegen sind Symbole sehr, sehr wichtig. Der Lehrling, wenn er neu angefangen hat, Freimaurer zu werden, arbeitet an diesem rauen Stein, dem Sinnbild der Unvollkommenheit des Verstandes. Und das heißt, er muss diesen Stein bearbeiten mit diesem Hammer. Man nennt das den Spitzenhammer. Das ist symbolisch. Das heißt, dieser Stein muss sein eigenes Ich eigentlich, muss er bearbeiten. Warum? Damit dieser Stein für was gut wird? Er ist ja selbst der Stein, damit er in das Tempel von Salomo reingebracht wird. Das ist ein Baustein von Suleiman a.s. Und diese Symbolik fängt der Lehrling an, wenn er mit dem ersten, zweiten, dritten Grad der Freimaurer anfängt. Deswegen spielt diese Symbolik und viele, viele andere Symboliken eine sehr, sehr große Rolle. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auf einige weltweit verwendete Zeichen hier euch inshallah zeigen, zum Thema vor allem hier der Hut. In der Türkei wurden tausende Menschen für diesen Hut aufgehangen. Das erste Bild, was ihr hier seht, zum Thema Hut, seht ihr Mustafa Kemal Pascha, wie er genau diesen Hut hier anhat. Ja? Dann seht ihr Kenan Evren, wie er diesen Hut und genau diese Handschuhe anhat, also jetzt hier ganz klar eingeblendet. Und Kenan Evren hier nochmal in Anıtkabir, wo Atatürk begraben liegt, wie er dort dieses Buch immer unterschreibt, da schreiben sie immer Zitate an Atatürk. Oh Atatürk, warum bist du tot? Komm wieder zurück, rette uns von diesen schlimmen Menschen, die Irticaci sind und die islamistisch sind und so. Da schreiben sie wirklich so rein und wir werden auf deinen Weg, werden wir sterben und was weiß ich für ein Kram. Und ihr seht, wie Kenan Evren hier in Freimaureranzügen, genau in diesen Anıtkabir, also in dem Atatürk-Mausoleum, sagt man dazu, das unterschreibt. Dann möchte ich hier einige Bilder hier einblenden, vom türkischen Parlament, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Und in Türkiye Büyük Millet Meclisi seht ihr ganz eindeutig in Meclis, im türkischen Parlament in Ankara, wie ganz klare Freimaurerzeichen hier sind. Die ziehen sich fast über das ganze türkische Parlament. Warum? Weil die Gründer der Türkei, die den neuen Staat gegründet haben, das heißt die türkische Republik, waren allsamt Freimaurer gewesen,
und ähnliche Leute der Sabbataisten gewesen. Das ist heute kein Geheimnis mehr. Die sagen es letztendlich auch selber. Und ihr seht in der ganzen Bandbreite, wie sowohl der Zirkel als auch die Zeichen, dann der Kronleuchter hier ganz normal im türkischen Parlament heute noch zu sehen sind. Und ich möchte ein Bild hier auch einblenden lassen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Bild. Ging damals vor 19 Jahren in der Presse rum wie Feuer. Es ist aber ein Bild, was auf damals zu datieren sind. Und zwar geht es hier um Recep Tayyip Erdogan, der in einer Sendung auf ATV Haber mit Ali Kırca, ist ein sehr berühmter Moderator in der Türkei, eine Sendung macht. Und da seht ihr, wie ganz, das ist kein Zufall, wie ganz provokativ in der Mitte hier der Chanukka zu sehen ist. Das ist ein ganz normales jüdisches Zeichen, von vor allem Sabbataisten benutzen das auch noch, ganz normal benutzt wird. Kein Zeichen wird umsonst in der Politik benutzt. Und es ist sehr, sehr fraglich, warum Recep Tayyip Erdogan damals genau dieses Symbol in ATV Haber benutzt hat. Damals war er höchstwahrscheinlich auf diesen Trip gewesen. Vielleicht ist er heute nicht mehr auf diesen Trip. Ich weiß, ich glaube es eigentlich auch nicht. Aber Symbole sind nicht umsonst. Also wenn ihr euch mit Symbolen auskennt, dann werdet ihr ganz genau sehen, ah, okay, hier wird eine Message gemacht. Genau wie jetzt zum Beispiel gab es das 100. Jahr der Gründung der Türkischen Republik, einer Cumhuriyet-i Yüzyıl Dönemi. Und da hat Recep Tayyip Erdogan zum Beispiel dieses 100-jährige Jubiläum in Sultan Vahdettin Köşkü gefeiert. Und die Kemalisten haben das nicht gerafft. Bloß ein, zwei Tage später, mal sagt man im Türkischen, Jeton düştü. Weil Vahdettin wird bei den Kemalisten als Verräter angesehen. Ja, Vahdettin, der letzte Sultan des Osmanischen Reiches, wird als Verräter angesehen. Und den hat man auch bis in die letzten Jahrzehnte eigentlich in den türkischen Schulen als Verräter auch dargestellt. Und die Muslime lieben ihn, die Kemalisten hassen ihn. Und Recep Tayyip Erdogan hat genau Sultan Vahdettin von der Villa von Sultan Vahdettin, das 100. und das ist fast der höchste Punkt von Istanbul, hat er dort mit bestimmten Symbolen, gezogenes Schwert, schwarze Fahnen etc., das empfangen. Und die Kemalisten haben das erst zwei Tage später gemerkt, dass er eigentlich hier einen Schachzug gegen sie gemacht hat. Ob das jetzt positiv ist oder negativ ist, ob wir das applaudieren können oder ob das Manipulation ist, das lasse ich einfach mal so stehen. Das ist für uns nicht wichtig, jetzt für diesen Unterricht. Es ist wichtig, mit Symbolen zu lesen. Letztens kam ein amerikanischer, ich denke, das war der Außenminister gewesen, ich weiß nicht, wer das war, kam in die Türkei und hat sich mit Hakan Fidan getroffen. Vor zwei, drei Tagen. Da wollte er ihn umarmen und Hakan Fidan hat so zurückgedrückt, dass er ihn nicht umarmt. Das ist Diplomatie. Also er hat das nicht gemacht. Und dann haben sie sich getroffen und haben zusammen ein Bild geschossen. Und bei diesem Bild fand ich was sehr, sehr Interessantes. Hakan Fidan sitzt jetzt links und der andere rechts. Und Hakan Fidan hat auf seiner Seite, wo der amerikanische Vertreter ist, einen Mond und einen Stern als Symbol. Und in diesem Mond und ein Stern ist Mesut Özil-Aksa drin. Wegen den Konflikten gerade im Gazastreifen. Das ist auch eine Message, dass Gazze und Philistin eigentlich uns gehört, seit dem Osmanischen Reich noch. Wenn wir diese Symbole lesen können, werden wir Nachrichten oder viele andere Sachen besser verstehen. Achtung, aber aufpassen, nicht übertreiben, dass man dann sagt, überall sind Verschwörungstheorien, das meine ich nicht. Aber die Sprache der Politik sind vor allem die Symbole. Komme ich jetzt mal nach Deutschland zu dem Thema in Frankfurt, wo die Familie Rothschild auch gewesen war. Hier die Skyline. Bei der Skyline seht ihr ganz oben, ihr kennt dieses Skyline in Frankfurt, ganz klar oben ein Dreieck, was letztendlich auch die Freimaurerei oder die Illuminaten auch präsentiert. Und oben leuchtet immer so ein Punkt. Ja, das ist, damit die Flugzeuge nicht dagegen fliegen. Ja, aber die Symbolik ist sehr, sehr stark, wo du sagst, Frankfurt, Weltwirtschaft. Und da passt diese Freimaurerei, auch der geschichtliche Background, passt eins zu eins überein. Genau wie bei diesem 1-Dollar-Schein, den ihr hier gerade seht, auf den werde ich zum Schluss nochmal kommen. Und es gibt viele, viele Zeichen, ich möchte den Unterricht nicht ganz in die Länge ziehen, dieses Google-Mail-Zeichen. Wenn ihr das Google-Mail-Zeichen seht, ist es genau das Zeichen, das ist einfach nicht umsonst. Das Google-Mail-Zeichen ist genau das Zeichen
von den Freimaurern, die sie bei ihrer Loge um ihren Körper tragen. Da seht ihr ganz genau ebenfalls auch das M. Es ist genau 1:1 das Gleiche. Und so zieht sich das über die ganze Politik mit ganz, ganz interessanten und sehr, sehr wichtigen Personen, die zu der Freimaurerei gehört haben. Wer waren zum Beispiel die berühmtesten Freimaurer gewesen? Ja, die berühmtesten waren zum Beispiel Winston Churchill, ja, Zweiter Weltkrieg, ganz wichtige Person, Friedrich der Zweite, genannt Friedrich der Große, der König von Preußen, Johann Wolfgang von Goethe, ja, Mozart, Franklin Roosevelt und 10 andere US-Präsidenten, mit unter anderem der Gründer der Vereinigten Staaten von Amerika, George Washington. George Washington, der Gründer der Vereinigten Staaten von Amerika, war Freimaurer gewesen, Roosevelt war Freimaurer gewesen, fast über 10 verschiedene Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika waren offiziell Freimaurer gewesen. Das ist nicht umsonst, Leute. Es gab 2 Staaten, man hat sie Mason-Devlette genannt. Es gab 2 Staaten, man hat sie Freimaurerstaaten genannt. Das erste ist das Osmanische Reich mit dem Sturz von Abdulhamid Han und dem Kommen von Ittihad ve Terakki. Mit dem Sturz von Abdulhamid Han am 27. April 1909, mit dem Kommen von Enver Pasha, Sultan Reshad, ja, bis 1918, bis Vahdettin kam, die letzten 4 Jahre, hat man das Osmanische Reich offiziell den Freimaurerstaat genannt. Den Freimaurerstaat. Und genau das Gleiche macht man mit den Vereinigten Staaten. Man sagt auch, und das stimmt auch so, es ist ein Freimaurerstaat. Bis heute ist es ein, und auch ganz offiziell in den Vereinigten Staaten, ein Freimaurerstaat. Dann gibt es zum Beispiel einen sehr wichtigen Freimaurer namens Albert Pike. Den habt ihr bestimmt mal gehört, den seht ihr gerade hier eingeblendet, ein Freimaurer 33. Grades, Albert Pike. Und ihm wird ein Brief zugeschrieben, den er 1871 geschrieben hat. Könnt ihr euch selbst informieren. Freimaurer 33. Grades, ein Brief aus dem Jahre 1871 wird ihm zugeschrieben, wo er sagt, dass wir die Welt in 3 große Weltkriege hineinführen werden. Der erste Krieg wird sein gegen Russland. Wir werden damit den Kommunismus bringen. Der zweite Krieg wird sein, wenn die Faschisten gegen die Juden kämpfen werden und sie werden sie töten. Damit meint er den Krieg der Nazis gegen den Holocaust hier. Und dann wird ein Krieg führen zwischen den muslimischen Ländern und ebenfalls den Juden. Das sagt er 1871 als Freimaurer in einem Brief, der ihm zugeschrieben wird. Ich mache ganz, ganz viele Fragezeichen dahinter und gehe mit diesen berühmten Freimaurern weiter. Eine sehr interessante Person, die mir gestern Abend noch kurz vor 12 eingefallen ist, wo ich gesagt habe, die müssen wir auf jeden Fall mit einblenden, ist eine Person, auch ein Freimaurer, der nennt sich Aleister Crowley. Aleister Crowley, ja, eine sehr interessante Person, zeige ich jetzt mal so kurz so, aber als Bild könnt ihr den eingeblendet hier sehen. Man nennt ihn sogar den Gründer des modernen Satanismus. Aleister Crowley. Ich habe damals mal ein Seminar besucht. Und da gab es einen Dozenten und der hat mir damals 2003 über Aleister Crowley berichtet. Ein sehr abgespaceder Typ, hat auch ein Buch geschrieben und über das Gesetz und ist so richtig Okkultist, Jani. Also Esoteriker en masse. Auch Freimaurer. Und er hat, wie gesagt, den modernen Satanismus gegründet. Wisst ihr, wie er seinen Sohn genannt hat? Atatürk. Er hat Atatürk genannt, seinen Sohn. Randall Kerr Doherty, Aleister Crowley Atatürk. Das ist hier das Bild, was ihr hier seht. Das ist keine Märchenstunde, die ich euch hier heute erzähle. Dass ihr mal seht, komisch, was zieht sich denn hier so durch die Geschichte. Wer war noch Freimaurer gewesen? Ich zeige jetzt mal die Videos über die bestimmten Redner, dann zeige ich die Utensilien, dann zeige ich euch einige wichtige Personen, das ist meine eigene Methodik, wer waren Freimaurer gewesen, damit ich, wenn ich über die Geschichte erzähle, damit ihr dann sagt, ach so, also erstmal gucken, wie weit hat das überhaupt was zu tun. Wer war noch Freimaurer gewesen? Walt Disney. Genau, dieser Filmproduzent. Walt Disney, von 1901 bis 1966 gelebt, war auch Freimaurer gewesen. Henry Ford war Freimaurer, also dieser Automobilfabrikant. Heute hat Amerika
Circa 4 Millionen Freimaurer. In Amerika leben 4 Millionen Freimaurer in den Logen. Im Gegensatz zu den europäischen Freimaurern treten die amerikanischen an die Öffentlichkeit und nehmen sogar an Paraden teil und organisieren sich öffentlich in zugänglichen Veranstaltungen. Und ich komme nachher noch dazu, Mustafa Kemal war Freimaurer, Emmanuel Karasu war Freimaurer, der 33. bzw. der 34. osmanische Sultan Murat war Freimaurer, komme ich gleich dazu. Sadrazam Talat Pasha, das heißt der Führer des Osmanischen Reiches als Großvezier, nachdem Abdulhamid Han weggeputscht worden ist, Sadrazam Talat Pasha war 33. Grades Freimaurer gewesen. Der berühmte türkische Film, also Schauspieler Ayhan Işık, der damals bei einem Autounfall vor, keine Ahnung, 50 Jahren gestorben ist, war Freimaurer. Zeki Alasya mit den Akpınar, Zeki Alasya war offiziell Freimaurer. Süleyman Demirel, der alte türkische Präsident, war Freimaurer. Ziya Gökalp war Freimaurer. Und in der Türkei gibt es auch eine offizielle Adresse heute noch über die Freimaurerei. Den könnt ihr finden unter dem Namen in Istanbul. Hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası, also die Großloge der Freimaurer in Nuri Ziya Sokak. Das heißt, Nuri Ziya ist ein sehr wichtiger Name. Ja, in dieser Straße in Beyoğlu in Istanbul zu finden. Ich bin damals im Sommer 2021 mit Azad, wo wir eine Besichtigung gemacht haben, unabhängig jetzt natürlich davon, mit einem Reiseführer, sind wir an dieser Großloge vorbeigelaufen und da habe ich noch zu Azad gesagt, Moment mal, stopp, da müssen wir mal kurz ein Foto schießen. Das ist genau dieses Foto hier, das ist hier genau vor dieser Freimaurerloge in Galata zustande gekommen. Ja, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Die sind halt noch ganz normal dort. Jetzt kommen wir mal zu der Beschreibung der Freimaurer. Und das ist für mich persönlich gesehen, oder für euch sollte das auch sehr, sehr wichtig sein, wie sehen sich denn die Freimaurer? Wie sehen sich, also wie würde man diese Freimaurergeschichte beschreiben? Vorab möchte ich einen Vers verlesen, der sehr wichtig ist. Jeder kennt ihn von euch. Allah sagt in der Sure Bakara im 11. und im 12. Vers folgendes. Estaizu billah. Wa iza qila lahum. Und wenn ihnen gesagt wird, la tufsidu fil ard, macht kein Unheil auf der Erde, qalu, dann werden sie sagen, innama nahnu muslihun, wir sind doch nicht diejenigen, die Unheil stiften, wir machen doch nur Frieden, wir wollen doch nur das Gute für die Menschheit. Ela innahum humul mufsidun. Nee, so ist das nicht. Sie sind diejenigen, die Unheil stiften, die Terror stiften. Walakin la yash'urun. Jedoch bemerken sie das nicht. Das ist natürlich ein allgemeiner Vers und in diesem allgemeinen Vers möchte ich auch diesen Vers in diesem Kontext benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt über die Freimaurer berichte, wie sie sich selbst beschreiben, dann werde ich natürlich von sich aus erstmal sehen, dass sie sich erstmal als etwas sehr, sehr Humanistisches und etwas sehr, sehr Schönes beschreiben. Also wer sind sie, diese Freimaurer? Also die Freimaurer, die entstanden im Eigentlichen aus dem christlichen Raum, beziehungsweise aus Europa und aus der christlichen Gesellschaft, nicht aus der jüdischen, das ist erstmal sehr, sehr wichtig, das müsst ihr wissen, und nicht aus dem allgemeinen Christentum entstammten sie, die Freimaurer entstammten von den Tempelrittern. Das heißt, vor 1700, was wir als Tempelritter oder als Templer bezeichnen, ja, die eigentlich dem Islam sehr, sehr nahe stehen, warum das so ist, werde ich jetzt nicht weiter kommentieren, aus denen entstanden dann später ab 1700 von den Tempelrittern, von den Templern, die sogenannten Freimaurer. Und warum entstanden die? Es gab viele Gründe, warum die Freimaurer ab 1700 entstanden. Ja, Hauptgrund war gewesen, sie haben einen Kampf gegen die katholische Kirche geführt. Denn die Templer haben auch einen Kampf gegen die katholische Kirche geführt. Und später hat man dann sich in die Freimaurerlogen hineingewandelt und hat dann einen Kampf mit den Freimaurern gegen die katholische Kirche geführt. Die Freimaurer, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, warum die Freimaurer sich vor allem organisierten, war nicht nur ein Kampf gegen die katholische Kirche gewesen, es war ebenfalls ein Kampf gegen die Monarchie gewesen. Sie wollten die Monarchie bzw. die Bourgeoisie stürzen. Und es ist sehr interessant, dass das
gleiche Vokabular benutzen mit dem Proletariat und mit der Bourgeoisie, wie dann später, ca. 100, 200 Jahre später, dann auch die Sozialisten bzw. auch die Kommunisten dann letztendlich benutzen. Das ist sehr, sehr interessant. Also das müssen wir erstmal wissen. Sie entstanden aus der christlichen Gesellschaft, der Tempelritter, und sie haben einen Kampf gegen die katholische Kirche, aber auch gegen die Monarchie, gegen die Staaten letztendlich, gegen die Könige geführt. Und sie haben etwas Neues gesucht, weil sie haben gemerkt, das, was die katholische Kirche und was Europa den Menschen in Europa anbietet, ist unzureichend. Also müssen sie etwas Neues suchen. So haben sie dann angefangen, sich in bestimmten Orden zu organisieren. Sie sind vor allem mit der Französischen Revolution 1789 zu einem nationalen Orden geworden. Also was bei den Freimaurern auch sehr wichtig ist, ist der Nationalismus, weil sie sind überall, sie haben nationale Orden und sind überall in bestimmten Ländern auch vertreten. Das ist eins der Hauptfaktoren für sie. Aber letztendlich dürft ihr eins auch nicht vergessen. Der Nationalismus ist auch der Hauptfaktor für die Zerstörung und den Untergang des Osmanischen Reiches. Das, was das Osmanische Reich hat kaputt machen lassen, war der Nationalismus gewesen. Mit der Französischen Revolution 1789, die dann über ganz Europa wie ein Bulldozer ging, es gibt gute Seiten der Französischen Revolution, es gibt auch schlechte Seiten der Französischen Revolution. Und eins der schlimmsten Faktoren der Französischen Revolution ist das Entstehen des Nationalismus. Und mit diesem Nationalismus kamen sie vor allem auf den Balkan und haben ein Land nach dem anderen versucht, vom Osmanischen Reich, von Rumeli, ja, rauszuholen, und haben dann auch den Nationalstolz, den es damals bis im Osmanischen oder im Islamischen Reich nicht gab, haben es dann den Völkern dort eindoktriniert, haben zu den Makedoniern gesagt, ihr seid die Besten, zu den Albanern, ihr seid die Besten, zu den Griechen, ihr müsst euch lösen, zu den Bulgaren, zu den Russen, zu den Kurden, zu den Tscherkes, zu den Arabern, und so fing das dann halt an. Und der Hauptfaktor war gewesen, wie gesagt, die Französische Revolution 1789 gewesen. Alle Wohinter? Alle Monarchien. Nicht nur das Osmanische Reich, alle Monarchien. Alle Monarchien, ja. Aber die Freimaurer waren nicht gegen alle Monarchien gewesen. Ich komme gleich dazu. Im Ursprung sind sie jedoch, das habe ich vorhin gesagt, bis zum Tempel Salomos, ja, und davor sogar zurückzuführen. Also im eigentlichen Kern ist es vom Tempel Salomo, aber das ist ja ungefähr 1000 vor Christus gewesen, aber von 1000 vor Christus bis 1700 nach Christus gibt es unterschiedliche Epochen, die kaum handgreiflich sind, wie sie entstanden sind. Diese Freimaurerei entstand, wie gesagt, faktisch ab 1700. Vorher war es die Tempelrittergeschichten, und dann verdampft das. Bis sie dann kommen und sagen, ja, eigentlich ist unser Ursprung beim Tempel Salomo, aber beim Tempel Salomo endet das ja nicht, ja, und geht sogar bis auf Ägypten zurück. Das ein Auge im Dreieck kommt eigentlich aus Ägypten, und vor Ägypten kommt das aus Babylon. Das heißt, wir reden hier eigentlich von einem Wissen, was aus Babylon über Ägypten, dann über die Kinder Israels, Tempel Salomo, über die Tempelritter bis zu den Freimaurern geht. Was heißt das letztendlich für uns Muslime und vor allem für uns im Auftrag des Islam? Ja, das heißt, im Ursprung war alles irgendwo richtig gewesen. Dann später kam die Knicke, und Wahrheit wurde mit Lüge vermischt. Und die schlimmste Lüge ist die, die der Wahrheit am nächsten ist. Die schlimmste Lüge ist jene, die der Wahrheit am nächsten sind. Aber ich habe gesagt, im Eigentlichen sind die Freimaurer kein jüdischer, sondern ein christlicher Orden. Die Juden, sie kamen im Mittelalter erst zu diesem Orden hinzu. Warum? Warum kamen die Juden ab 1700 zu diesen Freimaurerorden dazu? Ganz klare Antwort. Die Tempelritter, die wurden von der katholischen Kirche unterdrückt. Und die Juden, die wurden sowieso aus Europa vertrieben. Es gibt zig Genozids, zig Judenvertreibungen aus Europa, die ich gar nicht hier aufzählen kann. Also, wie gesagt, der Holocaust ist so die Kirsche auf der Torte. Vorher gab es zig Genozids gegen die Juden, und man hat die Juden in Europa nie gemocht. Ja, heute kommen sie mit christlich-jüdischer Kultur. Das ist eine reine Lüge. In der Theologie, im Fundament, hat doch sogar Judas Jesus verraten. Die Juden haben doch dazu geführt, dass Jesus gekreuzigt worden ist, nach der christlichen Theologie. Wie kann man dann von einer jüdisch-christlichen Einheit sprechen? Also im Fundament sind sie verfeindet, aber wen standen die Juden am nächsten? Uns Muslimen. Uns Muslimen standen die Juden am nächsten. Wir Muslime, wir haben mit den Juden
1000 Jahre lang in Frieden gelebt. Andalusien ist ein Paradebeispiel dafür. Aus Andalusien wurden wir beide vertrieben, die Juden und die Muslime. Die Muslime sind dahin, die Juden wurden auch vom Sohn Fatih Sultan Mehmed II., vom Fatih Sultan Mehmed, sein Sohn Beyazıt II. Aufgenommen und sie wurden Rumele, das heißt auf dem heutigen Balkan, platziert. Das heißt, wir haben den Schutz gewährt. Aber in Europa wurden sie vertrieben, weil Europa, Achtung, merkt euch das, das ist sehr wichtig für heute, Europa war niemals eine Vielkulturgesellschaft gewesen. Es war niemals eine Mehrheit von Kulturen hier vorhanden gewesen. Alles, was fremd war, wurde hier gehasst. Genau wie heute auch. Der Fremde ist immer der Feind. Antisemitismus hat den Ursprung in Europa. Antisemitismus haben wir nicht gehabt. Nie gehabt. Nie. Ich betone, nie gehabt. Nie. Heute sogar, der Kampf zwischen den Muslimen, den Palästinensern und Israel, ist ein Kampf zwischen den Palästinensern und dem zionistischen Terrorstaat Israel. Es leben auf der ganzen islamischen Welt Juden. In Marokko sehr viel, Assad war letztens da gewesen. Könnt ihr mir einen Vorfall zeigen, bei dem Gaza-Konflikt jetzt, wo ein Jude angegriffen worden ist in Marokko? Es gibt kein Beispiel. Es gibt so viele Juden im Iran, in Isfahan, wurde ein Jude angegriffen, wurde eine Synagoge angegriffen. Es gibt so viele Juden in Istanbul. Jetzt wurden jüdische Einrichtungen angegriffen. Nee, nur Starbucks hat man angegriffen. Warum? Weil man unterscheidet von Religion und von zionistischem Terrorismus. In Europa kann man das nicht. In Europa kann man das nicht. Die sind so dumm, vor allem die jetzige Regierung ist so dumm, dass sie immer wieder sagt, ja, Judenhass. Ja, du Judenhass, stimmt. Weißt du warum? Judenhass. Weil du, Vollidiot, die Welt mit deinen Augen betrachtest. Bei dir gibt es Judenhass, ja, bei uns aber nicht. Der Konflikt da unten ist ein ganz anderer Konflikt. Die Juden sind sogar ein Großteil gegen den israelischen Staat. Wir haben doch vor 2-3 Monaten gesehen, wie sie gegen Netanyahu auf die Straße gegangen sind. Es gibt so viele Juden, vor allem in Israel, die akzeptieren nicht mal das Existenzrecht Israels. Heute wollen sie für die Einbürgerung das Existenzrecht Israels haben. Das ist Antisemitismus. Deutschland fördert Antisemitismus. Durch diese Politik bekommen die Menschen Judenhass. Nicht wir, aber die deutsche Gesellschaft. Weil die können nicht unterscheiden. Weil die diese vier Kulturen nicht hatten. Die haben nicht mehr Kultur nicht gehabt. Bei uns, heute wird das Kalifat schlecht geredet, bei Markus Lanz und überall. Oh, die wollen das Kalifat und so. Hä? Das Kalifat, was ist das Kalifat, wo hunderte Kulturen, hunderte Religionen unter einer Fahne gelebt haben? Das war in Europa nie der Fall gewesen. Du betrachtest die Welt aus deinem engen Raum hier und redest von Judenhass und was weiß ich. Du hast Judenhass, ja, deswegen denkst du, dass es da unten Judenhass. Wenn man Israel kritisiert aufgrund der Politik und hier sagt man Staatsräson, ja, nur weil deine Urgroßväter einen Holocaust gegen 6 Millionen Juden gemacht haben, kann nicht ein unschuldiges Volk wie die Palästinenser dafür leiden. Einige Brüder und Schwestern kommen zu mir und sagen, warum machst du keine Stellungnahme dazu? Was soll ich eine Stellungnahme zu machen? Das ist doch das unterste Niveau von Politik, was die deutsche Regierung sich aktuell erlaubt. Unterste Niveau, ich werde mich doch nicht als im Auftrag des Islam hinstellen, werde eine Stellungnahme dazu machen. Vor allem, wo gerade Rasenmähen dazu gemacht wird. Da muss ich einem Kind erzählen, pass mal auf, das ist gerade ein Löffel, den machst du im Mund rein. Die verstehen das hier nicht. Weil sie das niemals gesehen haben. Sie kennen das nicht. Was hat Recep Tayyip Erdogan letztens für eine Aussage gemacht? Die kann ich nur noch unterschreiben. Er hat den Europäern gesagt, wir haben den Juden nichts zu schulden. Ihr habt den Juden was zu schulden. Eine sehr gute Aussage. Wir können kritisieren, sagen, eine falsche Aussage. Wir können kritisieren, sagen, wir bewundern eine gute Aussage. Das war eine perfekte Aussage von Recep Tayyip Erdogan gewesen. Ja? Und wie gesagt, und diese Krankheit, immer die andere als Feind zu sehen, sehen wir auch hier bei der Freimaurergeschichte. Deswegen kamen die Juden ab 1700 und haben sich bei den Freimaurerlogen beteiligt, weil sie unterdrückt worden sind. Und die Freimaurer haben ihnen damals letztendlich Schutz gewährleistet. Wie schon erwähnt, sind sie im Fundament gegen Katholismus, aber vor allem gegen die Monarchie, habe ich gesagt. Das ist eigentlich der Kampf zwischen dem Proletariat und gegen die Bourgeoisie. Also sie sind gegen Könige. Stimme! Achtung! Sie sind gegen Könige, die Freimaurer, so lange, bis der König nicht selbst Freimaurer wird. Das sehen wir in England. Wenn ein König, wie in England, selbst zum Freimaurer wird, ändert sich die Politik, dann sagen sie, wir sind nicht gegen dich. Interessant. Ja? Und das erkennen wir, wie ich gesagt habe, bei den Königen von England. Und das vermuten wir, Achtung, das vermuten wir bei Sultan Murad V.
Das heißt, es kann sein, dass Sultan Murad V., es kann sein, dass Sultan Murad V. genau deswegen zur Freimaurerei gegangen ist, um von den Freimaurern nicht angegriffen zu werden. Weil diejenigen, die den Sultan vorher, also Abdul Aziz, rahmetullahi alayh, getötet haben, waren die Freimaurer gewesen. Und es kann sein, dass Sultan Murad V. aufgrund dessen zur Freimaurerei gegangen ist, dass er gesagt hat, wenn ich zur Freimaurerei übertrete, dann werden sie das Osmanische Reich nicht so stark angreifen. Diese Theorie ist eine nicht sehr, sehr weite Theorie. Die Freimaurer selbst sehen sich selbst ein ethnischer Bund freier Menschen. Also sie sind wirklich ein ethnischer Bund freier Menschen. Und am Anfang gab es nur die Ausnahme, also man hat gesagt, es dürfen nur Männer sich daran beteiligen. Da ändern sich aber die Logen dazu. Und die Aufgabe in der Freimaurerei, Achtung, ist es, eine Selbsterkenntnis zu erlangen. Es gibt eine Erkenntnis. Also, warum wird man Freimaurer? Um eine Selbsterkenntnis zu erlangen. Und dafür gibt es bestimmte Rituale. Diese Rituale der Erkenntnis nennt man im Islam Seyr-i-Suluk. Seyr-i-Suluk. Wenn ein Sufi in einen Sufi-Orden reingeht, gibt er den Imam die Bay'ah, Achtung, das ist kein Kalif, den Treueid, und dieser Imam leitet ihn in den Seyr-i-Suluk. Das heißt, es ist wie so eine Reha-Kur, müsst ihr euch vorstellen, wie eine Kur. Und er bildet den Menschen aus. Er gibt ihnen ein Selbsterkenntnis. Kennt ihr das? Nefsi Emmare, Nefsi Levame, Nefsi Mülhime, Nefsi Mardiye, falan filan. Diese acht verschiedenen Positionen von dem Nefis werden dann kaputtgeschlagen oder beziehungsweise du erweiterst dich. Um diese Erweiterung der Selbsterkenntnis, die wir in den islamischen Orden der Tariqats kennen, sehen wir genauso ebenfalls in der Freimaurerei der Selbsterkenntnis, in der sie anfangen. Und da haben die Freimaurer, das hat Olaf Scholz vorhin sehr interessanterweise ebenfalls auch am Anfang Video gesagt, die haben die folgenden Grundideale: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Hört sich alles sehr schön an. Das hört sich, also wenn man das darüber redet, denkt man so, wow, subhanallah, hört sich alles sehr, sehr Dings an. Aber so beschreiben sie sich wirklich selbst. Und diese Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität, diese sollen durch die praktische Übung im Alltag gelebt werden. Und so haben sie sich natürlich auch in diesen Logen dann organisiert. Ihr seht hier quasi jetzt erstmal diese Bilder hier. Wie ihr seht, wie die Freimaurer, das ist glaube ich aus den Vereinigten Staaten von Amerika, wie sie sich hier organisieren. Das Interessante bei den Freimaurern ist, dass sie natürlich eine Verschwiegenheit haben, die sie nach außen nicht tragen können oder nicht tragen. Das heißt, das macht sie natürlich sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, diese Geschichte mit dem Tempel von Salomo dürfen wir niemals immer vergessen, weil der heutige Vers geht auch darum. Und bei diesem Tempel geht es um eine sehr, sehr wichtige Person, der Baumeister davon ist. Und man nennt ihn Hiram Abif. Hiram Abif, die Türken sagen manchmal Hiram Abi dazu, ist der Baumeister gewesen, also hier niemals vergessen, die Symbolik, der Baumeister vom Tempel Salomos gewesen, Hiram Abif. Das ist normalerweise man nennt ihn den Gründer der Freimaurerei, Hiram Abif. Das ist der Usta, das heißt der Chef, der Meister von ihm. Und auf den ist alles zurückzuführen. Und er war der Sohn einer Witwe. Er war der Sohn einer Witwe gewesen zur Zeit von Süleyman a.s.w. Und da gibt es sogar ein türkisches Buch von Mustafa Yılmaz, das nennt sich Dul Kadının Oğulları. Dul Kadının Oğulları, das heißt die Kinder der Witwe. Und da geht es darum, dass die Freimaurer sich immer, wenn sie sich weltweit kommunizieren wollen, auch als quasi so als Code-Satz, als K-Wort, immer gegrüßt seiest du, der Sohn einer Witwe. Wenn man sich begrüßt, begrüßt man sich als gegrüßt seiest du, der Sohn einer Witwe. Das ist auf Hiram Abif zurückzuführen. Der Freimaurer strebt danach, sich selbst im inneren Tempel und die Gesellschaft im äußeren Tempel zu sehen. Das heißt, wenn du Freimaurer wirst, ja, befindest du dich im Tempel von Salomo und die ganze Welt ist außerhalb des Tempels von Salomo. Das ist sehr wichtig, um die Denkweise von denen zu verstehen. Und du musst die ganze Welt
so richten, wie es eigentlich im Tempel Salomos gewesen war. Also schon fast islamisch. Aber was ist daraus gemacht worden? Was ich vorhin gesagt habe. Sie denken, wenn du ihnen sagst, tut kein Unheil auf der Welt stiften, sagen sie, machen doch kein Unheil. Das Vokabular ist eigentlich sehr, sehr nachzuvollziehen. Und bei ihnen gibt es grundsätzlich drei Grade. Üçderece, drei Grade. Lehrling, Geselle und Meister. Lehrling sind die ersten drei Grade, sage ich mal. Geselle sind von 3 bis 30. Und Meister ist der 33. Grad. Deswegen sagt man, Otusüçderece Masum, bist du dann Ustade Azam, der größte Meister, wenn du den 33. Grad erreicht hast. Und es ist so, vielleicht habt ihr das mitbekommen, als Grundvoraussetzung für den ersten Grad ist, dass man an Gott glaubt. Eines der Voraussetzungen ist, dass man an Gott glaubt. Später wird das aber verneint. Also ab einem bestimmten Grad, ich denke so 19, 20. Grad, werden dann die Religionen verneint. Das ist so ein ganz interessanter, ein sehr, sehr interessanter Ablauf, der da stattfindet. Und es reicht auch nicht am Anfang nur an Gott zu glauben, du musst auch, ich sag mal, du musst eine saubere Person sein. Du darfst zum Beispiel keine schlechten Sachen machen. Du darfst in der Gesellschaft nicht schlecht dargestellt sein. Und du musst auch, wenn es möglich ist, so ein bisschen so von den VIP-Leuten sein. Du musst auch ein bisschen Geld haben. Das heißt, diese Voraussetzungen werden da schon gemacht. Das Bild, was ihr hier gerade eingeblendet seht, sind so quasi mit diesem Zirkel zusammen, diese 33 Grade der Freimaurerei. Die älteste Freimaurerloge, ja, ist auf das Jahr 1599, also 1600, zurückzuführen. Da hat es aber noch nicht einen richtigen Namen gehabt, weil das fängt erst 1700 an. Komme ich gleich. Aber die älteste Loge, das heißt diese Freimaurerei, wo sie anfängt, ist in Schottland, also Iskotschia da. Und in Edinburgh fängt das dann so an. Und am 24. Juni 1717 schlossen sich in England 4 seit Jahren bestehende Logen zur ersten Freimaurerloge der großen Loge von England zusammen. Das heißt, das ist der offizielle Gründungsdatum. Der offizielle Gründungsdatum der Freimaurer ist der 24. Juni 1717 und gilt auch bei denen, also der 24. Juni, als höchsten Feiertag, müsst ihr das so sehen. Die erste Freimaurerloge in Deutschland wurde am 6. Dezember 1707, also jetzt seht ihr das, 1737 gegründet. Aber hatte da noch keine Bezeichnung gehabt. 1743, also 5 Jahre später, nahmen sie den Namen nicht Freimaurer, sondern Absalom ein. Absalom. Absalom ist ein sehr, sehr wichtiger, in Anführungsstrichen, so beschreibt man das, Prophet zur Zeit von Salomo gewesen. Absalom. Und so hat sich die erste Freimaurerloge 1743 in Deutschland genannt. Und schon im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts fand sich die freimaurerische Bewegung in Frankreich. Also warum sage ich das? Damit ihr seht, es gibt nicht eine Freimaurerloge für alle. Sie entsteht erst in Schottland, dann offiziell 24. Juni 1770 in England, das ist die größte. Dann kommt sie in Deutschland, dann 1773 in Frankreich. Die französische Freimaurerloge ist eins der wichtigsten. Also wenn man schon überlegt, wenn wir sagen Mason, und jeder kennt das Wort Mason, ist auch französisches Wort, dann könnt ihr euch sehen, wie wichtig das ist. Dann wurde sie 1731 in Italien gegründet. Achtung, es sind nationalistische Orden. Deswegen gibt es zum Beispiel nicht, dass man sagt, ja, die Englische leitet alles, sondern jede Gesellschaft, jedes Volk bildet seine eigene Freimaurerloge. So wurde sie in Italien 1731 in Florenz gegründet und bereits 1721 entstand in der Türkei, also im Osmanischen Reich, die erste Freimaurerloge in Istanbul durch französische Freimaurer. Das heißt, die Freimaurerei kam in das Osmanische Reich durch die französische Loge hinein. Aber wie kamen sie in die Türkei? Wie kamen sie ins Osmanische Reich Anfang des 18. Jahrhunderts? So komme ich jetzt zum Beginn der Freimaurerei im Osmanischen Reich. Das ist sehr wichtig. Sie kommen, Achtung, sie kommen über die Häfen. Sie kommen über die Häfen. Izmir, Antalya, in der Gegend von Scham
und vor allem in Istanbul, in Karaköy. In Karaköy. Karaköy, wo diese Galata Kulesi ist, ist der Ort, wo in Istanbul, zur Zeit des Osmanischen Reiches, die ersten Banken gegründet worden sind. Weil sie kamen, die Freimaurer, die Christen und die Juden, damit ihr mal seht, wie tolerant und wie frei wir sind gegenüber Andersdenkenden, und sie haben den Hafen übernommen. Eigentlich haben sie den Hafen schon fast immer gehabt aus Byzanz. Fatih Sultan Mehmet rahmetullahi alayh, nachdem er Istanbul erobert hat, Konstantinopel erobert hat, hat er groß nichts verändert. Der hat einige Sachen so gelassen, wie sie sind. Nicht wie das die heutigen machen, ändern alles um. Er hat das gelassen und sie waren an dem Karaköy gewesen. Was ist in Karaköy, an dem Hafen, das krasseste gewesen, was man sich vorstellen kann? Sie haben dort die Wirtschaft in die Hand bekommen. Sie haben dort die Wirtschaft in die Hand bekommen. Und das ist, was wir Muslime heute verloren haben, die Wirtschaft. Ist nicht Schwert und sowas, Waffe in die Hand zu nehmen, Allahu Akbar, die Welt zu regieren. Heute regiert man mit Wirtschaft. Und wir sehen in den Fiqh-Büchern, dass es zig Bücher über die Wirtschaft, über Zinsverbote, über Halal-Geschäfte gibt. Und wir reden immer noch, was sind die Bedingungen von Wudu, wie geht das Gebet kaputt, wie macht man die Hajj. Das ist wichtig. Aber im islamischen Fiqh, in der Rechtswissenschaft, der Scharia, gibt es auch Handel. Wie handelt man, wie macht man das gerecht, etc., Grundstücke und so weiter und so fort. Damit kennt sich der Otto-Normalverbraucher leider nicht aus. Und das ist eines der Hauptfaktoren, warum wir Muslime verloren haben. Das heißt, wir müssen normalerweise die Wirtschaft wieder in die Hand bekommen. Das ist mal dazu gesagt. Haben wir aber damals schon vor 200-300 Jahren verschlafen, so haben sie die Hafen unter Kontrolle gehabt. Was könnt ihr euch darunter vorstellen? Ich sage euch ein klassisches Beispiel, das hat damals uns ein Reiseführer in Istanbul gesagt. Die Ware kommt von Schiff, 2 Lira, der Händler nimmt diese Ware vom Schiff von Karaköy, macht das auf das Land und macht 15 Lira draus. 2 Lira ist die Ware an sich. Er nimmt das auf Land und verkauft für 15 oder für 20 Lira weiter. Das ist fast über hunderte Prozent Gewinn. So kamen sie an die Häfen und haben die Häfen kontrolliert und haben dort auch bestimmte Sachen und Banken gegründet. Und so möchte ich auch eine sehr wichtige Bank in Karaköy zeigen, was genau am Hafen ist. Das Bild seht ihr jetzt hier eingeblendet. Das ist Ziraat Bankkasse in Karaköy. Jetzt ein bisschen näher dran gezoomt. Und da seht ihr eine Statue. Diese Statue hier, was ihr hier seht, das ist Hiram Abif. Das ist die erste Freimaurerloge hier. Das ist Hiram Abif. Und das zweite Bild ist, das ist die Witwe. Dul Kadının Oğulları. Das ist die Witwe. Da ist die Witwe zu sehen. Und vorher war Hiram Abif zu sehen. Und da drin gibt es ganz interessante Gemälde. Kadir Müsüroğlu berichtet vieles darüber. Also, die sind ganz genau am Hafen. Heute, wenn ihr nach Istanbul geht, wie gesagt, guckt euch das an. Aber, sehr wichtig, sie sind nicht nur in die Wirtschaft eingedrungen, wobei sie letztendlich fast schon die Wirtschaft selbst gewesen waren, so haben dort Macht erlangt, Macht. Und plötzlich, wenn sie Macht bekommen, und sind ja gegen die Bourgeoisie, plötzlich siehst du, dass sie selbst Bourgeoisie sind und tun Unheil auf der Welt anstiften. Wie Sultane töten und absetzen. Ja? Sehr, sehr interessant. Aber was ich sagen wollte ist, sie schlichen sich nicht nur in die Wirtschaft ein, haben die Wirtschaft kontrolliert, die Freimaurer, sondern sie schlichen sich auch in islamische Orden ein, in islamische Tarikatlar ein. Warum? Einige sagen, weil die sie unterwandern wollten und zerstören wollten. Hört sich interessant an, ist aber nicht der eigentliche Grund. Der eigentliche Grund, warum sich die Freimaurer in islamische Tarikat-Orden eingeschlichen sind, ist, um von ihnen etwas zu lernen, um sich weiterzuentwickeln. Dazu zählen 2 Orden, die Freimaurer am meisten bevorzugt haben, um dort reinzugehen und von ihnen sophistisches Wissen zu erlernen. Das ist erstens die Mevlevi-Tarikate, und das zweitens ist Bektashi-Tarikate. Das sind 2 Tarikatlar, 2 islamische Orden, von denen Abdul Hamid Han rahmetullahi alayh am meisten Abstand genommen hat. Weil er hat sich eher der Qadiriyya, der Rifa'iyya und der Shaziliyya und der Naqshbandiyya, wobei die Naqshbandiyya bei dem nicht so im Vordergrund steht, aber sich eher ihnen zugewendet, also Ali Haydar Efendi war ja Naqshbandi gewesen. Aber er war dem Orden der Shazili
Das ist eine nordafrikanische Bewegung. Er liegt heute übrigens in Ägypten begraben, Shazeli. Und wie gesagt, Rufai und Qadiri sind sowieso die einst die berühmtesten Orden in der islamischen Welt, wo es Konsens gibt, vor allem bei der Tariqat von Sayyid Abdul Qadir Geylani, Rahmetullahi Alayh. Das sehen wir bei Abdul Hamid Han überall, aber bei Bektashi und Mevlevi ist er immer auf Distanz gegangen. Ich bin auch bei den beiden auf Distanz. Ich habe mich über die Bektashi informiert. Wir waren auch letztes Jahr in Konya gewesen bei Celaleddin Errumi oder mit dem türkischen Namen Mevlana sein Dings, haben uns das mal angeguckt. Ich finde das sehr interessant, jeder Muslim sollte das mal gesehen haben, aber ich bin euch ganz ehrlich, mein Herz wurde nie warm dafür. Also ich habe immer so, also ich sage nicht, dass es schlecht oder gut, aber ich hab nie eine Empathie für diese Sachen gehabt, ohne jetzt weiter in das Detail reinzugehen. Aber wir sehen diese Bektashi und Mevlevi Tariqat, sind sie am meisten eingedrungen. Und interessant ist, dass genau diese beiden Orden auf dem Balkan am stärksten vertreten sind. Also Bektashi, im Kosovo, in Bosnien, in Rumeliane, sind Bektashi und Mevlevi am stärksten vertreten. Und wie gesagt, die Armee, die Abdul Hamid Han gestürzt hat, die kam nicht aus Diyarbakır. Sie kam aus Thessaloniki. Also diese Faktoren müssen wir alles natürlich sehr, sehr stark... Also so kamen sie, also das ist für uns jetzt wichtig, so kamen sie in das Osmanische Reich rein. Achtung, nochmal, im Fundament sind wir Muslime nicht Feinde der Freimaurer. Weil sie waren am Anfang gegen die Katholiken gewesen, gegen die Monarchie gewesen. Im Fundament haben sie keine Anti-Empathie, haben uns nicht gehasst. Im Fundament. Aber wie kommt das? Das kommt durch die Monarchie jetzt langsam. Und zwar komme ich zu der Zeit von Sultan Abdul Aziz Han. Übrigens, dieser Unterricht wird inshallah, der nächste Unterricht werde ich hier ein bisschen drauf aufbauen. Deswegen hört inshallah gut zu. Ich werde dann den kommenden Unterricht sehr, sehr stark hier aufbauen, auf einer ganz anderen Art und Weise. So ein Vortrag gab es noch nicht, inshallah. Komme ich zu Sultan Abdul Aziz. Sultan Abdul Aziz ist der Onkel von Abdul Hamid Han, ist der Vater von Abdul Majid Efendi. Abdul Majid Efendi ist wer? Abdul Majid Efendi ist offiziell der letzte, naja, was soll ich sagen, nicht der letzte Sultan, nicht der letzte Kalif. Der letzte Kalif des Osmanischen Reichs ist natürlich Vahdettin. Der danach kommt, ist Abdul Majid Efendi. Ja? Aber als er kam, gab es kein Osmanisches Reich mehr, deswegen ist Abdul Majid Efendi eigentlich nicht der letzte Kalif des Osmanischen Reiches. Abdul Majid Efendi ist offiziell der erste Kalif der türkischen Republik. Denn als Abdul Majid Efendi im November, 17., 18. November gewählt wird, wann wird das Osmanische Reich gestürzt? Das Osmanische Reich wird nicht durch die Kuffar gestürzt, durch die äußerlichen Kuffar. Das Osmanische Reich wird durch Mustafa Kemal gestürzt. Das Osmanische Reich ist nie von außen kaputt gegangen, ist von innen kaputt gegangen. Am 1. November 1922 stürzt Mustafa Kemal mit seinem Vertreterparlament das Osmanische Reich. Dann geht Vahdettin aus Istanbul raus. Der Bruder Musa hat letztens eine sehr, sehr schöne Aufnahme aus Malta gemacht. Würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall das zu gucken. Er wurde danach, kam nach Malta und dann nach San Romeo. San Romeo war es gewesen, ne? Hä? San Reno, genau. Wegen der Aussprache sage ich San Reno. Also nach Italien kommt er, ne? Und wird auch letztendlich in Dings begraben, in Scham. Also seine Leiche wird durch die türkische Republik nicht aufgenommen, genau wie bei Abdul Majid Efendi. Und als Abdul Majid Efendi gewählt wird, schreiben wir das Datum 18. November 1922, also 18 Tage nachdem das Osmanische Reich aufgelöst wird. Das heißt, er ist eigentlich der erste Kalif der türkischen Republik. Türkiye'nin ilk kalifesi, Abdul Majid Efendi. Ist sehr interessant. Deswegen, das dazu. Und dieser Abdul Majid Efendi, deswegen sagen wir nicht Sultan Abdul Majid Efendi, weil er ist kein Sultan mehr. Er ist Halife Abdul Majid Efendi. Das ist der Sohn von Abdul Aziz. Also der, über den ich jetzt berichten werde. Und Abdul Aziz, rahmetullahi alayh, ist ein sehr, sehr wichtiger Sultan. Ja? Und er hatte am Anfang mit den Freimaurern, die waren gegenüber nicht verfeindet gewesen. Denn 1839 gab es in Gülhane Parke die Ausrufung des Tanzimat. Eine sehr wichtige Ausrufung. Gehe ich nicht weiter rein. Die Freimaurer haben das befürwortet. Der Westen hat das rausgedrückt, dieser 1839er Tanzimat-Aufruf. Jetzt gibt es aber, dann kommt Abdul Majid und nach Abdul Majid Efendi, Abdul Majid ist übrigens der Vater von Sultan Abdul Hamid, und dann kommt sein Bruder von Abdul Majid, also Sultan Abdul Aziz,
an die Macht. Und da gab es auch kein Problem, aber ab 871 schlägt Sultan Abdulaziz einen anderen Weg ein als die Ausrufung des Tanzimats von 839. Er bringt den Islam wieder mehr in den Vordergrund und vor allem das Pan-Islam in den Vordergrund. Pan-Islam könnt ihr euch als Hilafet vorstellen. Das heißt, die allgemeine Macht. Er wollte die Muslime wieder komplett wieder, Dings machen, Sultan Abdulaziz. Und das war der Zeitpunkt gewesen, in dem die Freimaurer gesagt haben, das machen wir nicht lange mit, hör auf damit. Er hat das aber nicht gemacht und letztendlich wurde Sultan Abdulaziz im Topkapi-Palast ermordet. Wir schreiben das Jahr 1876 und das Bild, was ihr hier jetzt eingeblendet seht, ist das letzte Bild kurz vor seinem Tod. Kurz vor seinem Tod, bevor sie ihn ermorden. Und die beiden, die hier auf einer frechen Art und Weise, der eine hängt seinen Arm hier hin auf den Sultan, der eine macht so. Ja? Seht ihr hier, das sind beides Freimaurer. Sie töten dann Sultan Abdulaziz und sie kleiden ihn hier so quasi in eine Kleidung, wie sich so das normale Volk hier anzieht. Und dann wird er letztendlich von diesen Freimaurern 1876 getötet. Und dieses Komitee, was Abdulaziz tötet, bringt Sultan Murad den V. an dessen Stelle, der Freimaurer gewesen war. Das ist der einzigste Sultan in der ganzen osmanischen Geschichte, der offiziell, ja, und bekannt als Freimaurer gewesen war. Warum das so gewesen war, das lassen wir jetzt stehen. Also wie gesagt, ich habe vorhin einige Gründe gesagt. Vielleicht kann es sein, dass er einfach zur Freimaurerei übergetreten ist, dass er gemerkt hat, ich kann anders das Reich nicht halten. Wenn ich selber Freimaurer bin, dann werden die Freimaurer selbst mit mir ein bisschen milder sein. Also seht ihr, was humanitär ist bei den Freimaurern? So krass sind die eigentlich. Und letztendlich kam er Sultan Murad V. an die Macht, aber nur 3 Monate. Nach 3 Monaten musste er abgedankt werden. Die allgemeine Sicht ist, weil er sie nicht noch alle hatte. Das heißt, er war geistlich zurückgeblieben. Deswegen hat man ihn abgedankt. Viele Geschichtsschreiber sagen jedoch zu Recht, der war doch gar nicht geistlich zurückgeblieben. Weil wir haben doch Briefe von Sultan Murad und der war nicht geistlich zurück, der war voll da gewesen. Der Grund, warum Sultan Murad V. nach 3 Monaten abgedankt worden ist, von dem Komitee, das Abdulaziz ermordet hat, ist, weil er, was sagt man auf Deutsch, ein Choleriker gewesen war. Er ist sehr schnell ausgerastet. Mit ihm konnte man nicht normal reden. Er ist immer sehr, also so überaktiv gewesen. Und weil die gemerkt haben, mit so einer Person können wir nicht arbeiten, haben sie ihn abgedankt. Ja, hier seht ihr ein Bild von Sultan Murad V., auch dieses Freimaurerzeichen. Die Freimaurer haben ein Zeichen, da halten sie die Hand hier rein. Genau wie, wo kommt das her? Von Musa a.s., wo in der Surah geschrieben steht, mach deine Hand in deine Brust rein, hol sie raus und so wirst du sie als weiße Hand wiedersehen. Diese ähnlichen Berichterstattungen gibt es natürlich auch in der Bibel, logischerweise. Und deswegen halten die Freimaurer immer ihre rechte Hand in ihrem Jackett drin. Bei Mustafa Kemal Pascha sehen wir das sehr, sehr oft. Achtung! Das heißt aber nicht, dass jeder, der seine Hand hier rein hat, ein Freimaurer ist. Das heißt wieder, dass von Sachen übertrieben wird. Nur weil die Leute ihre Hand hier reinhalten. Es gibt manchmal Bilder, sagt man, ach guck mal, der hält seine Hand hier auch so rein. Achtung! Dass man seine Hand hier in die Jackett reinmacht, war damals ein normales Bild gewesen, ebenfalls im 18., 19. und 20. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, wie man Pose gemacht hat. Heute macht man Selfies, ne? Oder so. Damals hat man zum Beispiel Fotos gemacht, wie man sich an einem Stuhl lehnt. Und ihr kennt diese Familienbilder, wo alle Familienmitglieder so auf einem Bild zu sehen, der Vater in der Mitte, die Kinder. Das macht man heute nicht mehr. Und das war aber auch damals ein Bild gewesen, die Hand rein, das war eine Pose gewesen. Das heißt, nicht jeder, der die Hand hier reinhält, weil wenn ich mal die Bilder von den osmanischen Sultanen angucke, die haben alle ihre Hand da drin, sogar Osman Gazi. Willst du jetzt sagen, Osman Gazi ist ein Freimaurer oder was? Das ist dann, wenn irgendwann mal der Realitätsverlust anfängt. Also, sie sind überall und so, sie sind nicht überall, sowas gibt es nicht. Aber wir müssen verstehen, wie sie agieren, und bei Sultan Murad sehen wir das ganz klar, das ist ein Freimaurerzeichen. Jetzt wird er abgedankt,
Jetzt kommt die Zeit von Sultan Abdulhamid Han. Das Komitee, was Abdulaziz getötet hat, das Komitee, was Sultan Murad drangebracht hat und wieder ihn abgedankt hat, das kommt jetzt zu Mustafa, das kommt jetzt zu Sultan Abdulhamid. Veliaht. Wo war Sultan Abdulhamid bis zu jener Zeit als Sheikh Sade, als Prinz? In Maslak Kasr, in der Villa von Maslak gewesen. Und das gleiche Komitee, darunter Mithat Pascha, ein sehr verfluchter Pascha, brachten unter der Voraussetzung, sie haben zwei Voraussetzungen gehabt. Sie kamen an dem Tag zu Maslak Kasr und haben Abdulhamid Han gesagt, wir werden dich als Sultan, als Kalifen wählen. Dieses Komitee. Bloß wir haben zwei Bedingungen. Wenn du diese zwei Bedingungen erfüllst, dann werden wir dich jetzt zum Sultan. Geplant war es ja nicht. Die erste Bedingung ist, du wirst das Meschrutiert ausrufen. Das heißt, die parlamentarische Monarchie. Damit der Sultan nicht mehr die alleinige Kraft hat, sondern es ist auf der parlamentarische Monarchie, das heißt, das auf das Parlament, Achtung, islamisches Parlament. Es ist kein Kufr-Parlament, weil in diesem Parlament sind die roten Linien immer noch die Scharia-Gesetze. Das sage ich immer wieder, damit man nicht versteht, aber Parlament ist nicht gleich immer Parlament. Also das muss man voneinander denken, man ist die Parlamentar. Ist es nach der Mensch des Propheten? Das glaube ich auf jeden Fall nicht. Das meine ich, aber es ist immer noch kein Kufr, das meine ich. Das ist sehr, sehr wichtig. Und sie wollten von ihm, dass er die parlamentarische Monarchie ausruft. Guck mal, wir machen hier gerade sehr wichtige Geschichte, Jane. Also diese Details sind sehr, sehr wichtig. Wenn ihr diese Details versteht, dann versteht ihr auch Politik. Sie wollten das von ihm. Er hat gesagt, okay, Parlament, weil das sind die Freimaurer. Die wollten nicht, dass die Macht bei einer Person ist. Die zweite Voraussetzung ist, dass er Kanuni Esasi ausruft. Das heißt, die Verfassung. Die Verfassung? Ist aber eine islamische Verfassung. Also zwei Gründe. Meschutiert und Kanun Esasi. Und was hat er gemacht, Abdulhamid Han? Er wusste ganz genau, was für Leute das sind. Er kannte sie ganz genau. Er hat zugewilligt. Er hat ihre Tricks erkannt und hat zugewilligt. Und er hat das Kanuni Esasi rausgebracht. Aber wisst ihr, was er gemacht hat? Das haben die erst spät entdeckt. Er hat in den Kanuni Esasi, in diese Verfassung, ein Paragraphen hinten hinzugefügt, den die Freimaurer übersehen haben. Das heißt, in bestimmten Fällen, in bestimmten Ausnahmefällen, hat der Kalif die Legitimation, die parlamentarische Monarchie aufzulösen. Und das hat er gemacht, hat dieses Gesetz hinzugefügt, und dann haben sie das später erkannt. Wann haben sie das erkannt? 1878. Zwei Jahre nachdem er auf den Thron gewesen war. Und jetzt kommt's. Sie haben den ersten Putsch gegen ihn gemacht in Chiransaray mit Ali Suavi. Ali Suavi hat in Chiransaray am 20. Mai 1878 den ersten Putsch gegen Abdulhamid Han gemacht in Chiran Palast. Das ist heute in der Gegend von, in der Nähe von Ortaköy. Also kannst sagen heute Ortaköy. Also zwischen Ortaköy und Dolmabahçe. Hat er dort den Aufstand gemacht. Was war das Ziel gewesen? Achtung! Abdulhamid Han zu stürzen und Sultan Murad IV., Sultan Murad V. wieder an seinen Thron zu bringen. Das ist ein sehr gefährlicher Schachzug von den Freimaurern gewesen. Weil sie gemerkt haben, oh, Abdulhamid Han hat uns durchschaut, er wird diesen Ruder jetzt in der Ande und er hat es geschafft. Ja? Und was ist bei diesem Aufstand passiert? Mit dem Aufstand von Ali Suavi, wo er eigentlich Sultan Murad wieder Abdulhamid hat den ja im Chiran-Palast gelassen. Er hat gesagt, du bleibst jetzt hier, unter Aufsicht, du kommst hier nicht raus. Weil er wusste ganz genau, die werden etwas machen und dieser Druck auf dem Osmanischen Reich, der war sehr, sehr groß gewesen. Eine Person hat das gecheckt und das war Sultan Abdulhamid Han gewesen. Und er ist nicht gegen die Welle geschwommen, er ist mit der Welle geschwommen. So hat er das Leben des Osmanischen Reiches um 33 Jahre verlängert. Mit Allahs Erlaubnis natürlich. Und da gab es einen sehr wichtigen Pascha, nämlich Yedisekis Hasan Pascha. Der ist wirklich so, Yedisekis Hasan Pascha, weil er immer 7-8 Hasan Pascha mit unterschrieben hat. Eine 7-8 Hasan Pascha. Und dieser Hasan Pascha, Rahmetullah alaih, kam und er hat Ali Suavi dort letztendlich getötet am 20. Mai 1878. Aber jetzt kommt was sehr Interessantes. Ich gehe nicht auf die Politik von Abdulhamid Han rein, ich werde aber zwei, drei wichtige Sachen sagen. In diesen Jahren, Achtung, in diesen Jahren hat Abdulhamid Han versucht, sich in einer Freimaurerloge zu beteiligen. Abdulhamid Han wollte selbst Freimaurer werden. Warum? Warum? Das macht Abdulhamid Han, wo ich immer sage, sehr interessant.
Und er hat wirklich sich bei einer Freimaurerloge angemeldet. Er hat gesagt, ich möchte euch beitreten. Und es wurde abgelehnt. Die Freimaurer haben ihn nicht akzeptiert. Er wollte das infiltrieren und aushöhlen. Genau. Der wollte das von innen stürzen. Und die Freimaurer, die nicht ganz schlau waren, aber fast schlau waren, die wussten ganz genau, sie haben gesagt, wenn der Typ hier reinkommt, wird er unser ganzes System kaputt machen. Und haben da nicht zugestimmt bei Abdulhamid Han. Und wisst ihr, was aber jetzt interessant ist? Und da habe ich gesagt, das ist es. Das sehen wir in den osmanischen Büchern nicht. Das sehen wir in den Büchern der Freimaurer aus Europa. Habe ich auch neu erfahren. Abdulhamid Han hat versucht, in den Jahren 1880 und 1890 eine eigene Freimaurerloge zu gründen. Warum? Es gab die in Schottland, es gab die in England, es gab die in Frankreich, es gab die in Italien, es gab die in Deutschland. Und dann hat er gesagt, so oder was? Dann werde ich meine eigene Freimaurerloge gründen. Unter islamischen Aspekten aber. Nicht unter christlichen oder sabbataistischen oder solchen Aspekten. Ich werde einen islamischen Freimaurerorden gründen. Das erfahren wir aus Ihren Büchern, nicht aus unseren Büchern. In unseren Büchern kommt das nicht mal vor. Ich habe es nicht gelesen. Leider, und ich betone, leider hat das bei Abdulhamid Han nicht hingehauen. Weil der hat sich mit so vielen Sachen, weil eine Loge zu gründen, ist nicht was sehr, sehr Einfaches. Und das Schlimmste bei einer Loge ist es, Männer zu finden, mit denen man arbeiten kann. Und die finden wir heute nicht mal, um eine Jamaat zu haben. Also Leute zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Ja? Und diese Leutemangel hat er letztendlich auch gehabt. Deswegen konnte er das nicht machen. Aber er ließ sie sehr, sehr stark beobachten und ließ sie, deswegen sagt man zur Zeit Abdulhamid Han, sind sie in einen Tiefschlaf gefallen. Man sagt Uykudönemi dazu. Als Abdulhamid Han dann die Macht komplett in seiner Hand hatte, vor allem ab 1882, 83, 84, also circa 5 Jahre nach seinem Amtsbetreten, waren die Freimaurerlogen in der Türkei ruhig gestellt. Das heißt, man nennt das den Tiefschlaf der Freimaurerei in der Türkei. Bis wann? Bis nämlich zum Sturz Abdulhamid Han am 27. April 1909. Und hier seht ihr das Bild hier eingeblendet. Das ist natürlich kein Foto, was geschossen worden ist. Das wurde später selbst mit der Hand gemalt. Und interessanterweise, wisst ihr, wer das gemalt hat? Abdulmecid Efendi. Also dieses Bild, wo Abdulhamid Han steht und vor ihm stehen 5 Paschas. Alle sind Freimaurer. 5 Paschas. Und sie kommen und sagen, Miletzize Halette. Das Volk hat sie abrogiert. Das ist das 33. Jahr der Amtszeit von Sultan Abdulhamid Han. Und wer ist dort gewesen? Wir sehen auf dem Bild, Achtung, 5 Leute. Arif Hikmet Pascha, Georgier, Esad Toptani Pascha, Albaner, Aram Efendi und Emmanuel Karasu, jüdischer Rechtsanwalt aus Thessaloniki. 4 Leute. Der Hauptführer ist der Freimaurer Emmanuel Karasu, ein jüdischer Freimaurer 33. Grades. Ihr seht auf dem Bild, wie er die Hand hier reinhält. Man sagt, er hat eine Waffe gehalten. Hätte Abdulhamid Han was gesagt, wollten sie ihn dort erschießen. Jetzt habe ich 4 aufgezählt. Auf dem Bild sind aber 5 zu sehen. Wer ist der 5. Freimaurer? Wissen wir bis heute nicht. Wissen wir nicht. Obeshinjima Asonyok. Wir wissen nicht, wer der 5. Name ist. Wir sehen auf dem Bild 5 Freimaurer. Wir kennen 4 Namen. Den 5. wissen wir nicht. Es wird spekuliert, wer es ist. Aber faktisch ist es, wer. Wir wissen das nicht. Und hier sehen, aber diese Hauptperson ist Emmanuel Karasu. Ein jüdischer Freimaurer. Und wisst ihr, wo seine Urgroßeltern herkommen? Das sind Aschkenas-Juden. Die kommen aus Andalusien. Das heißt, als sie von Europa vertrieben worden sind, haben wir sie aufgenommen und haben ihnen ihre Rechte gegeben, haben ihnen Lebensmöglichkeit, Religionsfreiheit, Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit gegeben. Und eines ihrer Kinder, ihres Urenkelkinder, kommt zu dem Urenkel des Sultans, der seinem Urgroßvater geholfen hat und sagt, das Volk hat ihnen abgedankt. Da seht ihr Humanität, da seht ihr Toleranz, da seht ihr, was los ist.
Und hier seht ihr ein Bild, das wollte ich unbedingt auch mal einblenden. Das ist ganz schnell nach dem Sturz, wie ihr seht, dieses Komitee, hier sehen wir zwei Papas, ein Rabbi, Talat Pascha als 33. Grad, Freimaurer und übrigens erschossen in Berlin, vor allem ein Armenier oder Aramäer. Und hinten sehen wir noch Emmanuel Carasso laufen. Also das ist der Einfluss der Freimaurer beim Sturz von Sultan Abdulhamid Han. Und nach Abdulhamid Han können wir sagen, war es dann halt aus gewesen. Und mit Ittihad Betaraki, das ist die Gruppe, die nach Abdulhamid Han das Osmanische Reich ab 1909 bis 1918 regiert, also bis der Erste Weltkrieg dann offiziell mit dem Vertrag von Mondros am 30. Oktober 1919 unterschrieben wird, regiert wird. Und man nennt das Osmanische Reich nach Sultan Abdulhamid Han, ich habe es vorhin gesagt, ich sage es jetzt nochmal, den Freimaurerstaat. Das ist ein Freimaurerstaat, ja, genau wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist so ein Freimaurerstaat, dass der Sheikhul Islam, Musa Kazım Efendi, selbst ein Freimaurer gewesen war. Der Imam, der Sultan Abdulhamid Han hat das Cenaze-Gebet verrichtet, war selbst ein Freimaurer gewesen. Das heißt, die Freimaurerei war mit dem Sturz von Abdulhamid Han komplett in den Staat hinein involviert. Und genau dieser Kader der Freimaurer war auch später die Gründer der neuen türkischen Republik mit Mustafa Kemal Pascha und mit dem kemalistischen System. Das ist eine reine Freimaurergeschichte aus bestimmten sabbataistischen Strömungen. Das ist eigentlich die Gründung der Türkei von 1922 bis 1924 und mit dem Sturz des Kalifats im März 1924. Heute gibt es Freimaurer auch weltweit, jedoch haben sie sich verändert. Das heißt, die Freimaurer, die damals zum Beispiel gegen die Monarchie gewesen waren, gegen die Bourgeois gewesen waren oder bestimmte Sachen gewesen waren, die existieren heute auch, jedoch haben sie sich anders weiterentwickelt. Die sind immer noch in den Staaten drin, aber weil ihre Ziele sehr, sehr stark, und eins davon ist natürlich auch der Laizismus, verwirklicht worden sind, haben sie heute nicht mehr die große Effektivität, die sie letztendlich damals gehabt haben. Das heißt, eine Freimaurerloge aus dem Jahre 1800 noch was, könnte nicht mit einer Freimaurerloge heute gleichsetzen. Die Funktion, die haben sie nicht mehr. Aber es gibt Leute, das habt ihr gerade gesehen, wie Bilderberger von der Urselheim oder wie Olaf Scholz, da hier selbst höchstwahrscheinlich auch Freimaurer, die das 300. Jahr der Freimaurerei ganz normal in Hamburg dann feiern kann. Das mögen vielleicht alles höchstwahrscheinlich Freimaurer sein, aber die Effektivität ist natürlich nicht mehr die gleiche. Für uns ist wichtig, die sind auf das und das zurückzuführen. Das zum Thema Freimaurerei. Komme ich zum letzten Teil, inshallah, des heutigen Unterrichts. Das möchte ich unbedingt jetzt hier nochmal loswerden. Und wie gesagt, es gibt auch hier Bücher, die könnt ihr euch bestellen, Symbole der Freimaurer und hier Lieder und Gedichte oder bestimmte, das ist ein sehr interessantes Buch zum Beispiel, selbst von den Freimaurern geschrieben, wie das halt komplett läuft mit den Lehrlingen und wie man halt das macht. Aber soll ich euch sagen, für uns Muslime eigentlich völlig uninteressant, brauchen wir nicht zu wissen, weil wir sehen ganz genau, was die eigentlich angerichtet haben auf dieser ganzen Welt. Und deswegen braucht man da eigentlich überhaupt nichts schön zu reden. Wir betrachten natürlich eine Sache aus mehreren Perspektiven, aber das Resümee der Geschichte ist, dass es eben nicht so ist, wie sie sich immer selbst beschrieben haben, dass das so diese ganz netten Menschen eigentlich im Laufe der Geschichte gewesen waren. Komme ich zu unserem letzten Thema. Und das letzte Thema, was ich jetzt behandeln werde, wird natürlich nicht so lang sein, logischerweise, wird natürlich zu unserem nächsten Unterricht eine sehr wichtige Anknüpfung sein. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und zwar geht es um die Illuminaten. Also Illuminaten sind nicht Freimaurer und Freimaurer sind nicht Illuminaten, aber sie arbeiteten zusammen. Das heißt, sie sind später einander auch reingeschwipst. Jedoch sind sie von Gründung her beides Geheimbünde, ja, aber das sind zwei unterschiedliche Sachen. Jetzt sehr wichtig, der Illuminatenorden, was heißt Illuminaten? Illuminaten ist normalerweise ein französisches Wort und heißt Erleuchteten. Nurlanmışlar, das sind erleuchtet. Also Illuminaten heißt erleuchtet und offiziell haben sie nur ganz kurz gelebt. Einige Jahrzehnte und sind dann offiziell auch aufgelöst worden. Also eine ganz kurzlebige Gesellschaft und sie haben auch eine humanitärische Art gehabt, nämlich die sittliche Verbesserung
die Herrschaft von Menschen über Menschen überflüssig zu machen. Die Herrschaft von Menschen über Menschen überflüssig zu machen. Als ich das gehört habe, dass die Illuminaten, übrigens, die wurden in Bayern gegründet, das ist ein deutscher Ursprung, das ist rein deutsch eigentlich. Die Illuminaten sind rein bayerisch, komme ich gleich dazu, haben dieses Motto gehabt, wir wollen nicht mehr, dass die Menschen über Menschen herrschen. Diese Art und Weise gibt es im Islam auch, ja, wo Allah im edlen Koran, in der Surah Ali Imran, im 64. Vers sagt, Esta'izu billah, kul ya ahlal kitab, sprich, o ihr Leute der Schrift, o ihr Juden und ihr Christen, ta'alau ila kalimatin, kommt zu einem Wort, Tawhid, sawa'in baynana wa baynakum, das zwischen uns und zwischen euch gleich ist. Kommt zu einem Wort, was zwischen uns und euch gleich ist. Was ist das Wort, was zwischen uns und euch gleich ist? Ella na'budu illallah, dass wir einzig und allein Allah dienen, nicht dass du und mich gegenseitig dienen, dass wir alle zusammen Allah dienen, wala nushrike bihi shay'an, und dass wir Gott nichts gleichgesellen, Achtung, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, und dass nicht die einen von euch die anderen von uns zu Herren nehmen außer Gott. Das ist dieser Satz der Illuminati eigentlich. Dass die Menschen sich nicht gegenseitig zu Göttern, zu Herren, zu Führern nehmen, sondern dass wir allsamt beim Tawhid einzig und allein Allah dienen. فَإِنْ تَوَلَّوْا, sollten sie dieser Einladung nicht folgen und sich abwenden. فَقُولُوا, dann sagt zu ihnen, Ushhudu, sei Zeuge bi anna muslimun, dass wir Muslime sind. Das heißt, dass wir Gott ergeben sind. Und diese ähnliche Herangehensweise sehen wir bei den Illuminati. Sie haben eigentlich vor, dass die Menschen nicht mehr den Menschen dienen. Gegründet wurde dieser Orden, das heißt die Illuminaten, am 1. Mai 1776 vom Philosophen und Kirchenrechtler Adam Weishaupt in Ingolstadt. Also in Ingolstadt wurde das von Adam Weishaupt gegründet und war bis 1784, 85, also ungefähr, keine Ahnung, was soll man jetzt sagen, 9 Jahre im vornehmlichen Kurfürstentum Bayern tätig gewesen. Hier seht ihr ein Bild von Adam Weishaupt eingeblendet. Das ist Adam Weishaupt, der Gründer der Illuminaten. Und hier seht ihr ein Bild von mir nochmal so eingeblendet. Das war vor ein paar Wochen in Gotha gewesen. Da haben sie auch auf dieser Dings über die Illuminaten berichtet. Und als Adam Weishaupt diesen Orden gegründet hat, das heißt die Illuminaten, hat er ihn am Anfang nicht Illuminaten nennen wollen, er hat ihnen Bienenorden nennen wollen, also den Bienenorden, weil ihm vorschwebte, dass die Mitglieder unter der Leitung einer Bienenkönigin den Nektar der Weisheit sammeln sollten. Das heißt, also sie sollten produktiv gut arbeiten, und durch dieses gute produktive Arbeiten hat er quasi den Bienenkorb als Beispiel genommen. Jedoch entschied man sich später dann für den Bund der Illuminaten und zum Schluss dann den Illuminatenorden. 1780 hatte der offiziell 60 Mitglieder. Es gibt auch einen Hintergrund dafür. Und zwar war dieser Adam Weishaupt, als er noch 28 Jahre alt gewesen war, in Bayern auf der Universität. Und in dieser Universität in Bayern waren alles überwiegend Jesuiten gewesen. Und Adam Weishaupt in Ingolstadt damals war der einzigste Student mit 28, der nicht jesuitische Abstammung hatte oder einen Hintergrund hatte. Und das hat ihm dazu geführt, dass er dieses Orden auch in Zuwider der Jesuiten gegründet hat. Ja? Und Aufklärung war für Adam Weishaupt mithin vor allem Bildung, und zwar nicht nur das oftmals nur äußerliche Vermittel vermissen, sondern in erster Linie die Bildung des Herzens, die Sittlichkeit. Also guck mal, das Thema Illuminaten ist so ein populäres Thema vor einigen Jahren gewesen, dass sogar ein Film, glaube ich, darüber gedreht worden ist. Ich kenne nur das Buch von das Buch, der das geschrieben hat, Dan Brown kann sein. Dan Brown, also der hat auch darüber berichtet, wurde höchstwahrscheinlich auch ein Film darüber gemacht. Das, was ich jetzt hier aber sage, das ist das Offizielle, ja, nicht das Populäre, sondern das Offizielle. Sie hatte in erster Linie eine moralische Qualität, dieser Orden. Achlak war da wichtig.
Aufklärung zu verbreiten und die Menschheit, Achtung, ins gelobte Land Arz-e-Merdud, also Palästina, zurückzuführen. Das sei die Aufgabe aller Geheimgesellschaften und geheimen Weisheitsschulen, für die er eine ideelle Traditionslinie vom Urchristentum bis zur Freimaurerei behauptete. Das hat er studiert. Deswegen wollte er zum Urchristentum zurück. Kennt ihr diesen Begriff Urchristentum? Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das heißt, man nennt das Urchristentum eigentlich, behauptet man, ohne es wörtlich zu sagen, dass das Christentum, was heute gelebt wird, eigentlich überhaupt gar nicht das Christentum ist, was Jesus gepredigt hat. Denn Jesus hat kein Christentum gepredigt. Der Name Christentum wurde erst 20, 30 Jahre nach dem Dahinscheiden von Jesus, dem Sohn der Maria, zu seinen Jüngern in Antakya, im heutigen Hatay, gegeben. In der Apostelgeschichte steht es darüber geschrieben. Jesus hat keine Religion namens Christentum gesagt. Das steht, wie gesagt, in der Apostelgeschichte geschrieben. Das erste Mal, dass die Christen Christen genannt worden ist, ist im heutigen Hatay, also im Antakya, im südlichsten Teil der Türkei, der Fall gewesen. Und dieser Knick der Christentum geht ja gleich nach Jesus mit Paulus, nach Paulus 200 Jahre später, mit der Deformation der Römer, dann das Konzil und so weiter und so fort. Und heute redet man von einem Urchristentum. Und Adam Weishaupt wollte auf dieses Urchristentum zurück. Also die wahre Lehre, was hat eigentlich Jesus wirklich gepredigt? Wisst ihr, was Urchristentum eigentlich ist? Das ist christlicher Salafismus. Urchristentum ist christlicher Salafismus. Deswegen sind die Christen neidisch auf uns. Weil sie haben keinen Salafismus. Sie können nicht zurück auf ihre Fundamente. Selbst die heutigen vier Bibeln waren nicht die Jünger von Jesus Christus gewesen. Der schwächste Hadith in unserer Wissenschaft ist immer noch stärker als die Bibel. Der schwächste Hadith in unserer Wissenschaft ist immer noch stärker als die Rewaid der Bibel, die Berichterstattung der Bibel. Das haben sie nicht. Deswegen reden sie heute von einem Urchristentum, dass sie niemals erfahren würden, was da richtig passiert ist. Im Islam gibt es das nicht. Im Islam ist alles gleich. Im Koran, in der Sunna, in den Hadithen, in den Aussagen der Sahabe, der Salaf, der Tabi'im. Deswegen können wir auf unsere Fundamente zurück. Sie können nicht auf ihre Fundamente zurück, weil sie kaputt gegangen sind. Sie haben es kaputt gemacht. Paulus hat es kaputt gemacht. Das Römische Reich hat es kaputt gemacht. Wir wollen aber vieles verändern. Martin Luther hat es kaputt gemacht. Und so weiter und so fort. Immer Deformation, Reformation, Deformation, Reformation. Und zum Schluss hast du irgendwas vor dir, was überhaupt nichts mehr mit Jesus Christus zu tun hat. Genau wie es bei Moses und allen anderen Propheten, alaihimus salam, der Fall gewesen war. Und dieser nette Mensch, Adam Weishaupt, in Anführungsstrichen, hat genau dieses Ziel gehabt. Ja, wir wollen zum Urchristentum, also zum christlichen Salafismus zurück. Zwar seien die Freimaurerlogen seiner Gegenwart unpolitisch geworden, doch würden sie den Illuminaten als Maske dienen, sagt er. Mit ihrer Hilfe würde sich die Utopie der Illuminaten verwirklichen lassen, die gleichzeitig eine Rückkehr in den Urzustand darstelle. Das sind die Illuminaten. Deswegen werden sie erleuchtet. Allah, Allah. Jetzt sagt er, Achtung, jeder Hausvater wird dereinst wie vor dem Abraham und die Patriarchen, der Priester und der unumschränkte Herr seiner Familie und der Vernunft das alleinige Gesetzbuch der Menschen sein. Dies ist unser großes Geheimnis, sagt Adam Weishaupt. Die Illuminaten hatten einigen Erfolg. Man sagt, also das sind offizielle Angaben, dass sie zum Schluss 1394 Mitglieder hatten. Die wurden dann später verboten. Sie wurden dann in der Schweiz kurz nachgewiesen. Aber wo sie wirklich ihre Schwerpunkte hatten, war, Achtung, Bayern, Weimar, Gotha. Bayern, Weimar, Gotha. Gotha ist von uns 50 Kilometer entfernt. Adam Weishaupt, der Gründer der Illuminaten, liegt heute auf dem Friedhof in Gotha begraben. Das ist sehr, sehr interessant. Natürlich sagt man, nach seinem Tod sind die Illuminatenorden auch kaputt gegangen. Man kann offiziell nichts mehr nachweisen. Aber es gibt natürlich Theorien, dass sie in der Weltherrschaft eine große Rolle mitgespielt haben. Darunter vor allem die Französische Revolution 1789, der Kampf gegen die katholische Kirche, das Streben nach Weltherrschaft und die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Auch wenn vieles übertrieben ist,
was ich jetzt nicht mit aufgezählt habe, glaube ich an diese vier Sachen. Denn, ohne ins Detail jetzt einzugehen, wie hat man es überhaupt geschafft, einen Aufstand 1789 in Frankreich zu machen? Ja, kennt ihr den Spruch, wo der König sagt, der Kuchen bleibt bei uns, das Volk kann das Brot haben. So einen ähnlichen Spruch hat er gesagt. Diese Geheimbünde, ob das jetzt die Freimaurer gewesen waren, ob das jetzt die Illuminaten gewesen waren, aber diese Geheimbünde haben etwas sehr Wichtiges gemacht damals in Frankreich. Sie haben die Felder angesteckt, wo Gersten und Getreide gemacht worden ist. Das heißt, sie haben durch diese Absäung der Felder es dazu kommen lassen, dass das Volk hat kein Essen mehr gefunden. Und dadurch, durch diese große Aktion, die insgeheim durchgeführt worden ist, kam es zur Revolution 1789, was dann angestiftet worden ist. Das heißt, die stehen dahinter. Ich möchte jetzt gar nicht mit den Bankiers von den Rothschilds und Rockefellers reingehen, weil das würde jetzt in einen ganz anderen Bereich gehen. Ist aber unter dem gleichen Thema zu betrachten. Wir sehen ganz stark, dass diese Illuminaten bzw. diese Freimaurerorden sehr, sehr stark bei der Gründung Amerikas eine Rolle spielen. Ich möchte jetzt zum Schluss nur über diesen 1-Dollar-Schein was sagen. Guck mal, diese 1-Dollar-Schein-Geschichte ist nur ein Beispiel. Es gibt zig Beispiele, wie zum Beispiel die Stadt Washington gegründet worden ist, das Weiße Haus und viele andere Städte in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Freimaurerstaat. Wir sehen aber die Effektivität der Illuminaten in diesen ganzen Strukturen. Und da sehen wir diesen 1-Dollar-Schein jetzt mal eingeblendet, erstmal ganz groß. Dann möchte ich bei diesem 1-Dollar-Schein auf dieses rechte Bild erstmal drauf gehen. Da seht ihr einen Adler, einen ganz normalen Adler. Wenn man aber das näher betrachtet, das haben wir jetzt mal hier rot gemacht, erkennen wir über den Adler das Hexagramm, den Davidstern auf der rechten Seite des Dollarscheines und daneben den Schriftzug, ja, viele werden eins. Viele werden eins, weil durch diesen Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, das ihr gelobte Land, der Evangelikaner vor allem, hat man dann die ganzen Geheimbünde ebenfalls in den Vereinigten Staaten von Amerika letztendlich wie ein Pool gesammelt. Dann seht ihr unter dem Adler hier 13 Pfeile mit 13 verschiedenen Oliven. Komme ich zu der linken Seite, das ist eher bekannt mit dieser Pyramide, mit diesem ein Auge hier oben drauf, das allsehende Auge mit der 13-stufigen Pyramide. Und auf der Pyramide ist zu sehen der Begriff, er war gütig zu unserem Anfang. Also er, Gott, war gütig zu unserem Anfang. Das ist eine 13-stufige Pyramide. Auf Römisch seht ihr auf der ersten Stufe der Pyramide die Zahl 1776 stehen. Das ist das Gründungsjahr 1776 der Illuminaten hier in Deutschland. Dann seht ihr den lateinischen Schriftzug unter der Pyramide, was ungefähr heißt, ein Beginn einer neuen Epoche, das heißt der neuen Weltordnung. Dann hier auf dem anderen Bild, also diese Pyramide, wenn man das halt so sieht, sieht man dann ebenfalls den Davidstern. Und um den Davidstern sehen wir die Buchstaben A, S, M, O, N in einem bestimmten Dings, genau wie der Davidstern, was, wenn man die Buchstaben miteinander richtig designt, A, S, M, O, N, das rauskommt Mason. Das herauskommt Mason. Und wie gesagt, und da gibt es sehr, das ist nur ein Beispiel, ich komme jetzt zum Schluss, inshallah, ist ein Zeichen, dass wir sehen, dass diese Geheimbünde, wie ihr sie auch nennt, Freimaurer, Tempelritter, Illuminatenorden, Bilderberger oder so weiter und so fort, dass sie letztendlich bei der Politik heute in der Wirtschaft eine sehr, sehr große Rolle spielen. Weil ihr Ziel ist es ja gewesen, die Welt laizistisch irgendwo zu machen. Ja? Aber der Mensch akzeptiert den Säkularismus, den Laizismus nicht. Also müssen sie an der Stelle der Religion etwas Neues hinzufügen. Und das sind die Geheimbünde, die im Fundament allsamt esoterisch sind. Und diese Esoterik geht auf Sihir zurück, auf schwarze Magie zurück. Ein Teil geht auf die Kabbala zurück, so dass viele, viele
Berichterstattung bis auf den Tempel Salomos mit dem Sihr, mit den Dämonen geht, mit dem einen Wesir Asaf, der bestimmte Bücher an einem bestimmten Ort vergraben hat. Und nach dem Tod Salomos kamen die Satan und haben gesagt, die Macht von Salomo war auf diese Sihrbücher gestützt, wo die wahren Kinder Israels gesagt haben, ihr lügt, die Macht Salomos kommt von Allah, die, was ihr vergraben habt, das kommt von den Dämonen. Und diese beiden Strömungen sehen wir ganz klar, wie sie sich wie ein roter Faden über die Menschheitsgeschichte mal so oder mal so ziehen. Und zum Ende der Geschichte der Menschheit sehen wir eine Person, die meines Erachtens, das ist meine persönliche Meinung, ihr könnt eine andere Meinung haben, das ist keine Akide, diese meiner Meinung nach in der Verkörperung des Dajjals sich widerspiegeln wird. Die sich in der Verkörperung des Dajjals sich widerspiegeln wird. Das heißt, er wird kommen und deswegen wird das eine Auge auf der Pyramide und bei diesen Freimaurern und Ähnlichem auf das Vorerscheinen des Dajjals, der letztendlich die Menschen mit einer nie vorhergesehenen Fitna manipulieren und kontrollieren wird, kommen wird. Die Manipulation, die Dajjal, die Christen sagen Antichrist, zeigen wird, so eine Manipulation und so eine Kontrolle gab es von Adam bis zum Tag des jüngsten Gerichts nicht. Und da sehen wir immer dieses eine Auge, dieses eine beobachtende Auge. Nicht nur auf dem Zeichen der Freimaurer oder ähnlichen, auf dem Dollarschein, auf vielen, vielen anderen sehen wir dieses eine Auge. Und da deutet man, Allah weiß es natürlich am besten, dass dieses eine Auge, was wir immer mehr sehen, ein Alamet, nicht er selbst, aber die Vorzeichen, die Fußschritte des Erscheinens des Dajjals ist. So sagt unser Prophet, alayhi salatu wassalam, مَا بَيْنَ خَلْكِ عَدَمْ إِلَى قِيَامِ السَّعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ. Er sagt, zwischen der Schöpfung Adams bis zur Auferstehung, Qiyamet-Günne, gibt es keine größere Fitna als die Fitna von Dajjal. Es gibt keine größere Fitna als Dajjal zwischen Adam und dem jüngsten Gericht. Da stehen wir bei Imam Ahmed ibn Hanbal al-Müsnad, das ist der 28.604. Hadith. Und unser Prophet sagt, Inna Allah laysa bi'arwar. Allah ist nicht einäugig. Allah ist nicht einäugig. Ela, inna al-Masih ad-Dajjal arwarul aynul yumna ka'anna aynu 'inabatin tawiyah. Aber der falsche Messias Dajjal, sein rechtes Auge ist blind oder beschädigt. Das Auge sieht aus wie eine schwebende Weintraube. Und er sagt, unser Prophet, wieder bei Buhari, kein Prophet vor mir ist entsandt worden, ohne die Leute vor dem einäugigen Lügner, manipulierenden Typen, den Lügner zu warnen. Er ist einäugig und euer Herr, Gott, ist nicht einäugig. Zwischen seinen Augen wird das Wort Kafir stehen. Dann sagt unser Prophet, wieder bei Imam Ahmed, Abu Dawud und Al-Hakim, wer von Dajjal hört, soll sich von ihm fernhalten. Der Mann wird zu ihm kommen und denken, dass er die Wahrheit sagt, aufgrund der Wunder, die er zeigen wird. Das heißt, auch wenn wir hören, der Dajjal ist gekommen, keiner von uns soll hingehen. Der Prophet sagt, a.s., die Manipulationskraft von Dajjal ist so heftig, dass auch der größte Muwahid, wenn er dort hingeht, anfangen wird, unter seinem Einfluss zu zerstehen. Außer natürlich, wer die bestimmten Verse der Surah Kef kam. Und der Prophet a.s. sagt, allein aufgrund seiner Manipulation, ihr kennt das ein Muslim-Hadith, ich weiß, sagt der Prophet, was der Dajjal mit sich haben wird. Er wird zwei Flüsse mit sich haben. Der eine wird klar aussehen wie Wasser und der andere klar aussehen wie Feuer. Also eine Seite wird Feuer sein, eine Seite wird Wasser sein, was Dajjal hat. Falls jemand von euch dies sehen sollte, dann soll er den Fluss nehmen, der wie das Feuer aussieht. Warum? Wegen der Manipulation. Dabei soll er seine Augen schließen, sagt der Prophet, seinen Kopf senken und davon trinken. Es wird kühles Wasser sein. Es wird kühles Wasser sein, das Feuer. Das heißt, wenn die Gesellschaft kommt und bietet dir was Gutes, dann weißt du, es ist schlecht. Wenn sie dir sagt, das ist schlecht, dann weißt du, das ist gut. Die Manipulationskraft wird zu jener Zeit sehr, sehr stark werden. Und das sehen wir wirklich insgesamt bei diesen Geheimbünden, die hinter der Politik
hinter den Kulissen einen sehr, sehr starken Einfluss haben, immer wieder. Und nach diesem heutigen Unterricht, das ist mein letzter Satz, müssen wir uns Folgendes fragen. Nach dem heutigen Unterricht müssen wir uns Folgendes fragen. Wenn diese Geheimbünde so vieles auf der Welt bewirkt haben, aus dem so viel Verrat, Intrigen und Zusammenbrüche zustande kamen, die nur Schlechtes bewirkt haben, müssten wir Muslime ihnen mit den gleichen Mitteln etwas entgegensetzen können, um die tatsächliche Gerechtigkeit weltweit zurückzubringen. Genau wie Sultan Abdulhamid Khan ebenfalls die gleiche Idee hatte. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفر وأتوب إليك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن حكما وإماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تهد به خبرا هذا فراق بيني وبينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين